Zeuge Rudolf Rybka, Tschechoslowakei, Kinoleiter 47 Jahre. Und Zeuge Richard Nalewajka, Polen, Bergbautechniker 45 Jahre. Und Zeuge Helmut Pomrainke, Deutschland, Kraftfahrer 43 Jahre. Und Zeuge Erwin Jarolin, Deutschland, Bankoberinspektor 56 Jahre, Dolmetscher. 102. Verhandlungstag, 19.10.1964 und 103. Verhandlungstag, 22.10.1964. Unterstützung des Gedächtnisses des Gerichts. Jste srozuměn, že bude tedy vaše výpověď nahrána na magnetofon. Ja. Herr Rybka, Sie heißen mit Vornamen Rudolf. 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 Wie alt sind Sie? Jak jste star? 1916 geboren. Ja, und da sind Sie heute wie alt? 48. Bitte? 48. 48 Jahre alt sind Sie noch nicht. Sie sind erst 47. Sie werden 48 im November. November, jawohl. Ja? 47 Jahre alt sind Sie verheiratet? Jawohl. Verheiratet? Vom Beruf? Ich war selbstständiger Kaufmann. Und jetzt? Jetzt bin ich Rentner und Leiter eines Kinos. Eines was? Eines? Kino. Leiter eines Kinos. Ja. Also wollen wir sagen Rentner, nicht? Und hauptsächlich bin ich Kinoleiter. Hauptsächlich bin ich Kinoleiter. So, also Kinoleiter. Sie wohnen wo? Ich wohne in Kijovice. Kijovice. Kijovice, Kreis Troppau. Sie sind mit den Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägert. Nächstes obžalovaným jste spřízněn nebo sežvakřen. Nicht verwandt und nicht verschwägert. Herr Rybka, ich muss Sie bitten, unabhängig von Ihrer Eidespflicht, uns heute nur die reine Wahrheit zu sagen. Denn die Belastungen, die Sie hier bei Ihren bisherigen Vernehmungen ausgesprochen haben, sind außerordentlich ernst und schwer. Wir haben nur das Interesse daran, hier die Wahrheit zu erforschen. Und Sie würden sich einer schweren Verfehlung und auch einer schweren Sünde schuldig machen, wenn Sie hier von der Wahrheit abweichen. Ja? Herr Rybka, Sie haben im Jahr 1938 haben Sie ein Lebensmittelgeschäft geführt, wurden dann zur deutschen Wehrmacht gemustert, haben bei Ihrer Einziehung, bei Ihrer Einberufung sich geweigert, in der deutschen Wehrmacht Dienst zu tun und sind zunächst wieder entlassen worden. Stimmt das? Byl jste 38. roce, měl jste obchod s potravinami. Byl jste potom pozván tedy k německé branné moci, strádal jste se a byl jste propuštěn. Ne. Nein. Nein. Nun, wie war's denn? Jak to bylo? V roce 1938. Im Jahre 1938. Jsem měl Lebensmittelobchod. Habe ich ein Lebensmittelgeschäft gehabt. V roce 1939. Im Jahre 1939 byly v Sudetech takzvané odvody. Wo waren im Sudetenland die sogenannten die Einberufungen zur Wehr? Musterungen. Ach, Musterungen, ja, Musterungen. Byly odvody, kde jsem normálně šel jako každý jiný Čech. Wo ich bitte das Mikrofon ein bisschen näher stellen. Da waren die Musterungen, zu denen ich wie jeder andere normale Tscheche auch gegangen bin. Ja. Po odvodech jsem vůbec s nikým o ničem nemluvil a měl jsem normálně klid až v roce 1940. Ich hatte nach den Musterungen ein normales Leben geführt, hatte meine Ruhe bis im Jahre 1940. 40 habe ich einen Briefumschlag dostal jsem zalepenou obálku, doporučení eingeschrieben. Bekam ich ein Einschreiben. A v této obálce byla vojenská knížka. Und in diesem Einschreiben war ein Militärbuch. Tato vojenská knížka přišla z Verbezirkskommando Nový Čín. Dieses
Militärbuch kam vom Wehrbezirkskommando Neutitschein. A byl podepsaný Hauptmann von Heringen. Und war unterschrieben vom Hauptmann von Heringen. Na základě tohoto této vojenské knížky jsem dostal pak předvolání a měl jsem nastoupit do německé branné moci. Aufgrund dieser aufgrund dieses Militärbuches wurde ich, sollte ich dann zur deutschen Wehrmacht eingezogen werden, den Dienst antreten. Jel jsem i hned na Wehrbezirkskommando do Opavy. Ich bin sofort zum Wehrbezirkskommando nach Troppau gefahren. A tamto jsem prohlásil, že moje mateřská řeč je česká a že v žádném případě rukovat nebudu. Und habe dort erklärt, dass meine Muttersprache die tschechische Sprache ist und dass ich auf keinen Fall einrücken werde. Důstojník, který tam se mnou jednal, der Offizier, der mit mir dort sprach, mě řekl, hat mir gesagt, prosím, dostanete 2 hodiny na rozváženou. Sie erhalten eine Bedenkzeit von 2 Stunden. A když nenastoupíte vojenskou Und wenn Sie den Militärdienst nicht antreten, tak kamarádi, kteří mají s vámi rukovat dneska, zítra v poledne ve 13 hodin, vás na tomto místě, co vidíte z okna, odstřelí. Wenn Sie also nicht innerhalb der 2 Stunden sich entscheiden und einrücken, dann werden die Kameraden, die mit Ihnen einrücken, werden Sie da draußen erschießen, auf dem Platz, den Sie von hier sehen. Za 2 hodiny jsem byl znovu volán před tohoto důstojníka. In 2 Stunden wurde ich von neuem zu diesem Offizier gerufen. A prohlásil jsem jasně, že moje mateřská řeč je česká a že v žádném případě nenastoupím. Und ich erklärte ihm, dass meine Muttersprache die tschechische Sprache ist und ich auf keinen Fall einrücken werde. Potom mě tento důstojník propustil. Dann hat mich dieser Offizier entlassen. A říkal mi, že konsekvence potáhnu sám za sebe. Und sagte mir, dass ich die Konsequenzen selbst zu tragen habe. Pak jsem byl doma až do 11. března 1942. Dann war ich daheim bis zum 11. März 1942. A v tento den bylo z naší obce zatčeno více lidí, mezi nimi i já. Und aus dieser Gemeinde wurden an diesem Tag mehrere Leute verhaftet und darunter war auch ich. Das wäre alles. Ja, man hat Ihnen damals was vorgeworfen? Was hat man Ihnen damals vorgeworfen? Co vám tedy vyčítali? Kdo? Wer bitte? Ja, nun, derjenige, der Sie verhaftet hat. Ten, kdo vás zatkl. Zatýkal mě Gestapák Büchner z Opavy. Es hat mich der Gestapomann Büchner aus Troppau verhaftet. Und Smetana. Und Smetana. Und was haben die Ihnen vorgeworfen und als Grund für die Verhaftung angegeben? Als Grund für die Verhaftung habe ich unterschrieben Wehrdienstverweigerung und fremde Herren. Ausländische Sender abgehört. Abhören ausländischer Sender. Nun, Sie kamen zunächst nach Beuthen und wann kamen Sie nach Auschwitz? 17. Dubna 1942 jsem byl odvezen z Opavy. Am 17. April 1942 wurde ich aus Troppau abtransportiert. Jednu noc jsem přespal v Opavě. Eine Nacht habe ich in Troppau verbracht. In Ostrau verbracht. A 3 noci v Beuthen, Oberschlesien. Und 3 Nächte in Beuthen, Oberschlesien. Pak jsem byl poslán do Osvětimi s jedným židovským transportem, který odcházel z beuthenské věznice. Dann wurde ich nach Auschwitz mit einem Transport von Juden, der aus dem Beuthener Gefängnis zusammengestellt wurde, abtransportiert. Ja. In Auschwitz wurden Sie dem Kommando Harmensee Teichwirtschaft zugeteilt. Ja, v Osvětimi jsem byl 3 dny na takzvané karanténě na bloku 11. In Auschwitz war ich zunächst 3 Tage auf der Quarantäne im Block 11. Potom jsem pracoval na různých komandech jako Bauhof, Holzhof, Straßenbau, Buna, Monowitz, IG Farben.
Dann habe ich in verschiedenen Kommandos, die ich eben gesagt habe, gearbeitet. A 10.6.1942 Und am 10.6.1942 wurde ich in das Kommando Harmense-Teichwirtschaft versetzt. Ja. Vom 11.6.1942 ab, wie lange blieben Sie bei diesem Kommando? Jak dlouho jste zůstal u toho komanda? U tohoto komanda jsem byl až do 10. nebo 15. srpna 1942. Bis zum 10. oder 15. September 1942. Když jsem obdržel tyfus. Als ich Moment, tyf, bis zum 10. oder 15. 10. nebo 15. Ano, 10. až 15. Also vom 10. bis 15. 9. 1942. 10. bis 15.09.1942 in Hamensee. Ja. Bitte? Nur langsam, er kommt wieder hin. Ja, dann bekamen Sie Typhus oder was wollten Sie gerade sagen? Ja. Typhus, das ist ein Typhus. Er ist an Typhus erkrankt. Byl jsem odvezen do hlavního tábora. Und wurde in das Stammlager gefahren. Ja. Wo waren Sie im Stammlager untergebracht? Das ist der Bild. Stammlager war ich und tam jsem byl na bloku 13. Auf dem Block 13. Byla to dřevěná baraka. Das war eine Holzbaracke. Jenom pro nemocné tyfem, která byla zvlášť k tomu účelu v roce 42 postavena. Die nur eigens für Typhuskranke im Jahr 1942 errichtet worden ist. Wie lang blieben Sie in dieser Baracke? Jak dlouho jste zůstal v tomto baráku? V této barace jsem zůstal až do 27. nebo do 28. 8. jako srpna 42. Bis zum 20. oder Ach, oder bis zum 28. bis zum 28. August 1942. Ja. Moment, Herr Zeuge, wenn Sie zwischen dem 10. und 15. September dorthin gekommen sind, können Sie nicht am 28. August entlassen worden sein. Das ist ausgeschlossen. Bist du dann přišel 15. září? Já říkám, ne, 10. ne září, 10. srpna. Ach, Entschuldigung, das muss heißen 10. bis 15. August 1942. Ja, was ist jetzt richtig? August oder September? 8. August. August. Und Sie wurden dann am 28. August, kamen Sie aus der Baracke heraus? 28. mě vysvobodil z této baráky, vytáhl z této baráky polský vězeň Targoš a opavský vězeň Kožík. Am 28. August haben mich aus dieser Baracke ein polnischer Häftling und ein Troppauer Häftling herausgenommen. Protože věděli, že celá tato baráka půjde dne 29.8. do plynu. V této baráce bylo přibližně asi 800 až 1000 lidí. Diese beiden Häftlinge haben mich aus der Baracke herausgenommen, weil sie wussten, die beiden Häftlinge, dass nämlich am 29. August diese ganze Baracke ins Gas geht. Es waren ungefähr 800 Häftlinge. Und wo sind Sie dann hingekommen? Ich kam in den Schonungsblock. Nummer? Číslo 19. Nummer 19. Kde jsem se seznámil s českým vězněm Hanákem, který tam byl tělocvikářem. Wo ich mit dem tschechischen Häftling Hanák bekannt wurde, dort Turnen und Freiübungen nemocné vězně cvičil. Mit den kranken Häftlingen übte. Wie hieß der Häftling? Wie, Aksimil, Hanák. Harnák. H-A-N-A-K. Hanák. Der war auf Block 19. A ten byl na bloku 19. Und Sie sind am 28.8. ebenfalls auf 19 gekommen. Ja. Und wie lange blieben Sie dort? Jak dlouho jste zůstal na tom bloku? Na tomto bloku jsem zůstal 2 nebo 3 dny. Auf diesem Block blieb ich 3 Tage. A potom pro mě přijeli z Harmense povoz s koňmi.
Und dann kamen aus Harmens um mich ein Pferdegespann mit einem Kutscher. Z roten Führerem, ja, nie wiem jak on se nazywał, Getraude Tran, nebo tak nějak se nazýval. Tran se nazýval. Mit Namen Tran. SS Rottenführer. Und auf Jesenje Isidor Kornatski. Und der Häftling Isidor Kornatski. Also Kornatski und Tran. Kornatski und Tran. Und Tran schreibt sich mit T-H-R-A-N, nicht? Ja, wahrscheinlich, ich weiß. Ja, Kornatski und Tran. Die kamen mit einem Pferdegespann und was wollten die? Przywezli do tabora więźnie Domanskiego. Die haben in das Lager den Häftling Domanski gebracht. Který byl naším takovým sanitákem, der unser Sanitäter war, který taktéž onemocněl na tyfus. Und der ebenfalls an Typhus erkrankt war. No, když Domanského dali do tabora, zpátky vzali mě, protože já jsem předtím, náš kapo Mečislav Lenartovič byl taky na tyfus nemocný, ale ten odjížděl asi o týden dřív nebo 10 dnů dřív. Tak ještě jednou, toho přivezli koho, jak se jmenoval ten? Domanský ho přivezli a vás vzali. Domanský hat man ins Lager gebracht und mich hat man aus dem Lager herausgenommen. Ja, ging denn das so ohne weiteres, dass sie da herausgenommen wurden? Musste das nicht erst von der Arbeitsverwaltung oder von der Kommandantur oder von irgendeinem Blockführer oder Rapportführer oder sonst jemand befohlen werden? Konnten sie da einfach so ausgewechselt werden? No, to zcela jednoduché nebylo, protože já jsem měl ale spoustu vězňů známých. Es war nicht so sehr einfach, aber ich hatte eine Menge von bekannten Häftlingen. A hlavně Arbeitsdienste. Und hauptsächlich der Arbeitsdienst. Werner Krume. A znal jsem se taky z komanda Harmense Teichwirtschaft. Und habe auch das Kommando Harmens Teichwirtschaft gekannt. SS-Arbeitsdienstführer. Mit dem SS-Arbeitsdienstführer. Emmerich. Und waren die unterrichtet davon, dass sie wieder nach Harmense gingen? Byli o tom spraveni, že se zase vrátíte do Teichwirtschaft. Werner Krume, ano. Werner Krume, ja. Und sind Sie dann mit den Leuten zurückgefahren, sofort nach Harmense? Bin ich, ja. Das muss gewesen sein am 31. August? Nee, to bylo 1. anebo 2. 9. Das war am 1. oder 2. September. 9. září. Also wenn Sie am 28. hinkamen in den Block 19, ja, und am 28., 29. und 30. dort blieben, mussten Sie eigentlich am 31. zurück nach Harmense gekommen sein. Sie sagten, 3 Tage wären Sie dort gewesen. Circa 3 Tage. Približně, also circa 3 Tage. Circa 3 Tage. Und Sie sagen also, Sie sind nicht am 31., sondern am? Am 1. oder 2. 1. oder 2. war das. 1. oder 2. 9. sind Sie mit dem Pferdefuhrwerk mit Kornacki und Tran zurückgefahren nach Harmense. Ja. Ja, nun weiter. Wollen wir erstmal dabei bleiben. Was geschah nun auf dieser Reise, auf dieser Fahrt? Na této cestě. No, ja, na této cestě ještě jsme přibrali u SS-kuchyně. Unterwegs haben wir an der SS-Küche noch jemanden aufgenommen. Und wer war das? Das war Dottobil. Dottobil SS-Sturmann Pomrenke. Das war der SS-Sturmann Pomrenke aus Rumänien. Ja. Tento si naložil takový veliký balík. Der hat ein großes Paket aufgeladen. Kufr. Einen Koffer. A seděl s SS Rottenführerem Tranem vzadu za námi na tom vozu. Und saß mit dem SS-Rottenführer Tran hinter uns auf dem Wagen. Ja. Já jsem seděl po pravé straně Kornatský. Ich saß auf der rechten Seite Kornatský. Na levé straně. Links. A řídil koně. Und führte das Gespann. Jedno. Also einen Einspänner. Když jsme předjížděli asi
600 až 800 metrů od SS-manské kuchyně v té zatáčce. Als wir ungefähr 600 bis 800 Meter von der SS-Küche weggefahren waren, začali jsme předjíždět do jednoho komanda, fuhren wir in ein Kommando, které nosilo slamníky z tábora, welches Strohsäcke aus dem Lager getragen hat. V počtu asi 40 lidí. In der Zahl von ungefähr 40 Mann. 40 lidí, hatten die Strohsäcke aus dem Lager bis zu dieser Stelle hingetragen oder waren die Strohsäcke dorthin gefahren worden? Also sie haben sie getragen. Ja, aus dem Lager bis dorthin. Ja. Nun weiter. Dále. Když jsme toto komando začali předjíždět, als wir dieses Kommando überholt haben, spozorovali jsme, že proti nám přijíždí otevřené auto. Merkten wir, dass uns entgegenkam ein BKW, und zwar ein offener BKW. Ja. Toto auto, když pozoroval Rottenführer Tran, nařídil Kornáckému, aby sjel z cesty. Als diesen BKW der Rottenführer Tran bemerkte, hat dem Kornatski befohlen, von dem Weg herunterzufahren. Auf die rechte Seite. Und stehen zu bleiben. Also stehen blieb. Blieb das Auto auch vor uns stehen. Und aus diesem Auto stieg aus SS-Hauptsturmführer Mulka, kterého jsem znal, den ich kannte. A poznám ho ještě dnes. Und ich erkenne ihn auch heute. V žádném případě se nemohu mýlit. Ich kann mich in keinem Fall irren. Okřikoval SS-many, kteří toto komando doprovázeli. Er hat die SS-Männer, die dieses Kommando begleiteten, angeschrien. Proč, to já nevím. Warum, weiß ich nicht. Ale srozuměl jsem tolik, ich habe so viel verstanden, že z těch slamníků padala dřevita vlna a dass aus diesen Strohsäcken Holzwolle herausfiel a fekálie, und Fäkalien, protože tyto byly úplně promočené, die waren vollkommen durchweicht, po lidech, kteří na nich leželi, tyfusovi, weil auf ihnen Leute gelegen hatten, die tyfuskrank waren. Mulka na ně křičel, Mulka hat sie angeschrien, že mají dávat pozor, aby tyto slamníky nosili tím rozporkem nahoru. Mulka hat sie angeschrien, sie sollen die Strohsäcke mit dem Teil, der offen ist, nach oben tragen. Aby na cestu nepadaly žádné, damit auf den Weg keine Stroh- oder Holzwollreste fallen. Pravděpodobně má, to je má domněnka, to není domněnka někoho jiného. Das ist jetzt meine Vermutung. Pravděpodobně měl strach, aby někdo nedostal tyfus. Vermutlich hatte er Angst, dass niemand Typhus bekommt. Protože v tuto dobu zemřelo od několika SS, zemřeli v Osvětimi taky od několika SS-manů manželky. Denn es sind während dieser Zeit von einigen SS-Männern die Frauen gestorben. Und zwar in Auschwitz. Nativ. Ja. Ja. Antifus, ja. Also er hat die Leute zurechtgewiesen und hat ihnen gesagt, sie möchten die Strohsäcke mit der Öffnung nach oben tragen. Ja. Nun weiter. Najednou jsem viděl, když Mulka byl celkem rozčilen. Mulka war sehr aufgeregt. Vytáhl pistoli, hat die Pistole gezogen, a do těch nejbližších třech vězňů, kteří nesli tyto panč, chodili v trojicích. Sie gingen zu dritt und hat na jednoho toho vězně vystřelil dvě rány. Hat auf einen dieser Häftlinge zwei Schüsse abgegeben. Was heißt, sie gingen zu dritt? Wer ging? Ja, also drei zu dritt nebeneinander. Ja. Also in Dreierreihen, ja. Dreierreihen. Nach SS. Und seitlich dann die SS. Ja. Und hat die Pistole gezogen. Nun weiter. Střelil do jednoho vězně dvě rány, tento i hned upadl. Er hat in den einen Häftling zwei Schüsse abgegeben, der ist sofort hingefallen.
tomto komandě nastal nepokoj a zmatek. Es entstand natürlich eine Unruhe und eine Unruhe, ja. Zmatek, zmatek. Also eine Unruhe. Unruhe, no to stačí. Ti vězni, kteří byli na jeho úrovni, protože on stal proti nám a proti těm vězňům, ti to se chtěli otočit a chtěli se nějak dostat pryč z jeho blízkosti. Ja, die Häftlinge, die mit den Strohsäcken in seiner Nähe waren, die wollten ja aus seiner Nähe wegkommen, haben sich umgedreht. Ja. A Mulka střelil do druhého dvě rány. Und Mulka hat in den nächsten auch zwei Schüsse abgegeben. Když střelil do toho druhého, viděl jsem dobře. Als er den zweiten angeschossen hatte, sah ich genau. Viděl jsem dobře, že tento vězeň ještě se schovával za ten slamník, a z rukávu mu tekla krev. Dass der sich hinter diesen Strohsack versteckte und aus dem Ärmel floss Blut. Mulka jej obskočil. Mulka ist hat sie umsprungen. A střelil ještě další dva rány. Und hat noch weitere zwei Schüsse abgegeben. Potom zastřelil ještě třetího, celu tu jednu. Und dann hat er noch einen dritten erschossen. Ja. Moment, bis jetzt waren wir erst an zweien. Sie haben gesagt, erst hat er zwei Schüsse auf einen Mann abgegeben, ja. Und der fiel um. Ja. Ja. Dann hat er auf einen zweiten geschossen und ja. Als der verwundet war und das Blut den Ärmel herunterfloss, ja. Haben Sie gesehen, wie der den Strohsack vor sich gehalten hat? Und Mulka ging herum und gab noch einmal zwei Schüsse auf ihn ab. Na něho? Ja, na něho. Ja. Und dann hat er erst den dritten erschossen? Ja. Nachdem also der zweite mit dem Strohsack, der den Strohsack vor sich gehalten hat, der hat vier Schüsse abbekommen. Und der dritte? Zwei. Und der dritte zwei. Und der dritte zwei. Und wie hat er denn den dritten erschossen? Auch von hinten? Also von rückwärts. Bitte? Von rückwärts. Von rückwärts hat er den dritten auch erschossen. Nun, erzählen Sie bitte weiter. Probujte dál. No, v tom, když to spozoroval Rottenführer Tran, als das der Rottenführer Tran bemerkte oder sah, začal křičet na Isidora, Isidor, vorwärts, vorwärts, hat er an dem Fahrer zugerufen, Isidor, vorwärts. Vedle toho auta kolem, um das Auto herum a pryč odsud, pryč. Und weg. S námi na tom voze, jak s Kornackým, tak se mnou úplně třepalo, protože toto byl můj první zážitek, který jsem prakticky... Nachdem das mein erstes Erlebnis war, waren wir alle sehr ergriffen und wir hatten gezittert. A jeli jsme dál. Und sind weitergefahren. Šturman Rottenführer Tran ještě... Rottenführer Tran... ještě řekl k tomu postovi... hat noch zu dem Posten gesagt... Nemohu to říct přesně, jestli to bylo doslova nebo ne. Ich kann es nicht genau wortwörtlich sagen. Ale bylo to asi v tom znění, že in dem Wortlaut, ja. Že starý Mulka se rozdivočil, má asi strach z tyfusu. Der alte Mulka ist wild geworden, er hatte vermutlich Angst vor dem Typhus. Nun dann bitte schön weiter. Dále. No, jeli jsme do Harmense. Ich fuhr nach Harmense. A tamto jsem to i hned svým kamarádům spoluvězním, kteří tam byli, vykládal. Und dann habe ich das sofort meinen Mithäftlingen erzählt. Ti celkem to přijali s klidem a... Die haben das mit gewissermaßen mit Ruhe aufgenommen. Protože to už byli vězni, weil sie das, kteří už v lágru byli déle. Weil das Häftlinge waren, die schon längere Zeit im Lager waren. Vykládal jsem to taky holandskému vězni, který se nazývá Tyrschwell oder Tyrschwell. Ich habe es auch einem holländischen Häftling erzählt, der Tyrschwell hieß. Wie hieß der Häftling?
Tierschwell oder Tierschwelt. Tierschwelt. Ja. Vorne mit T. Tine wo D. Das heißt. T. T. Also T. Wie Theodor. Tierschwelt. 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 Er war vom Holland, vom Amsterdam. Hat war aus Amsterdam. War bei dem Angeklagten Mulka noch jemand anders in dem Wagen? Kto byl s Mulkou ještě ve voze? Byla tam ještě jedna další osoba v SS-manské uniformě, ale já jsem si nevšiml. Es war noch ein weiterer SS-Mann in Uniform da, aber ich habe es nicht weiter beachtet. Který, jaké, was für ein Rangabzeichen er hat. Rang to měl, to ne. Ja. Herr Zeuge, zunächst ist mir eins sehr wichtig. Pane svědku, především jedna věc velmi důležitá. Nach Ihrer Erzählung hat Ihr Pferdewagen gehalten vor dem Haufen mit Strohsäcken und vor dem Sie dem PKW, in dem der Angeklagte Mulka gesessen hat, überholt hat. Podle vašeho vyprávnění drželo tedy ten vůz s tím koněm před tím houfem těch lidí, co nosili tedy ty slamníky. Ty slamníky byly asi tady. Geben Sie ihm doch mal ein Stück Papier, vielleicht kann er es mal mit dem Bleistift auf das Papier malen. Ty slamníky byly asi tady. Tady. Tady byla cesta a toto komando ušlo tady. A tady my jsme se dostali do toho, čili my jsme zůstali stát tady a to auto zůstalo stát tady. Auto Pferdegespann, ja? Pferdegespann. Tak. To byla diference asi takových 6 metrů. Auto, ano. Pferdegespann, 6 metrů a ja. Tady strouzeky. Tady byly ty slavníky, ano. A ti SS-mani stali tady. Tady stal jeden SS-man, tady stal druhý SS-man, tady třetí. A ti vězni chodili kolem a zase šli potom zpátky. A ti SS-mani šli potom dolů? Ne, vězni. A ti vězni tedy s těmi slavníky? Tady to museli hodit na tuto hromadu. Tam zmyslíš. Aha, tam museli tedy slavníky. Slavníky, a ty potom byly spálené všechny. Aha, ty slavníky museli být zde zhozeny. Ano, tam přímo. A potom zase chodili zpět. An diese Stelle mussten die Strohsäcke abgeladen werden, die wurden hier verbrannt. Ja. Und die Häftlinge hatten die Strohsäcke hierher gebracht, abgeladen und sind dann hier zurückgegangen. Ja. A Mulka byl asi tady v těchto místech. V těchto místech, protože když odešel z toho vozu, tak byl asi z těchto místech tady. V těchto místech. A toto se stalo, když ti vězni, protože on našel na ně, na tyto vězně, tak oni potom už neměli kde. Tady byla ta hromada slavníků, tady šel Mulka, tak neměli kde. Tak právě on prošel mezi ně. Možná, že se některý jeho dotkl nebo něco. Já nevím, proč on začal. Ja, also ich weiß nicht, warum Mulka geschossen hat, aber ich habe den Eindruck, dass vielleicht einer dieser Häftlinge mit dem Strohsack ihn berührt hat. Ja, mir war es ja jetzt zunächst einmal darum zu tun, zu wissen, wo Ihre Fahrzeuge gehalten haben. Würden Sie mir mal diesen Plan da geben? Dankeschön. Also P heißt wohl Pferdewagen und Auto heißt Auto, A heißt Auto, ja? Ja. Und dieser Kreis, das ist das wohl der Haufen mit den Strohsäcken, ja? Ja. Und dann haben Sie noch eingezeichnet Mulka, also wo sich die Tat abgespielt haben wird, ja? Ja, ja. Das heißt doch, als die Schüsse fielen, waren Sie mit Ihrem Pferdewagen noch nicht an Mulka vorbeigefahren. Die Spalieran ist der Schnebel przez Mulku. Nein. Jsme stáli, protože ta cesta je úzká a Rottentyra Tran nařídil už, když viděl před tímto auto přijíždět, tak nařídil Isidorovi Kornackému. Da der Weg schmal war, hat ja der Rottenführer bereits vorher angekündigt, mit dem Wagen zur Seite zu fahren. Das war ein Feldweg.
Sie wollten also das Auto an sich vorbeilassen? Ja. Das Auto fuhr aber nicht vorbei, nein, sondern blieb vor Ihnen stehen. Wie viele Meter waren das ungefähr? 5-6 Meter. 5-6 Meter. Und als dann die Schießerei vorbei war, fuhren Sie wieder auf den Feldweg zurück und an dem Auto vorbei. Ano, když, ja. Když potom, když to bylo hotovo, tak on Sturman Tran viděl, co se děje, Rottenführer Tran viděl, co se děje, tak říkal: Isidor, schnell, schnell vorbei, fort von hier. Ja. Tak jsme jeli, tak jsme jeli tak a kolem toho auta na cestě dál. Wir sind also um das Auto auf den Weg zurückgefahren. Ja. Nun hat neben Ihnen, wie Sie sagten, doch gesessen der Kornacki. Isidor Kornacki, jawohl. Ist es richtig, dass Sie beide, nämlich Kornacki und Sie, mit dem Gesicht nach vorne saßen, während die beiden SS-Leute, nämlich Pomerenke und Tran, hinten im Wagen saßen. Tran und Pomerenke, ja, hinten im Wagen saßen, ja, sodass sie nach vorne schauen mussten und den Vorgang doch direkt vor sich hatten. Ja. Du bist ja jeweils du vpředu. A viděli jste, co se stalo? Wie erklären Sie sich, dass Kornacki die Sache ganz anders schildert? Indem er nämlich sagt, jak si to tedy vysvětlete, že Kornacki vůbec jinak vypovídá? Als sie vorbeigefahren wären und schon vorbei gewesen wären, da hätten sie die Schüsse gehört, Kornacki habe sich aber nicht umgedreht, sondern erst später von ihnen erfahren, dass diese Schüsse tödlich gewesen seien. Já jsem viděl přesně všechny tři vězně ležet. Ich habe genau alle drei Häftlinge liegen sehen. Pokud se jedná o mého... Danach frage ich jetzt nicht, sondern ich frage, genau wie Sie es gesehen haben, hätte doch an sich auch es Kornacki sehen müssen. Denn Kornacki saß doch neben Ihnen. Ja. Já jsem seděl na pravé straně, Kornacki na levé straně. Ich bin rechts und Kornacki links gesessen. Já jsem nedělal nic, já jsem zůstal stát, já jsem se na to díval, na to celé, kdežto Kornacki musel držet opratě a toho koně. Ich habe mir die Sache angesehen, während der Kornacki sich um das Pferd kümmern musste, das Pferd gehalten hat. Moment, Herr Rybka, ich werde Ihnen jetzt einmal vorlesen, was der Kornacki gesagt hat. Přečtu vám, co Kornacki řekl. Der Kornacki hat Folgendes gesagt. Der Weg, über welchen die Strohsäcke getragen wurden, war mit Heu und Müll bedeckt, welche aus den zerrissenen Strohsäcken herausgefallen waren. Wollen Sie es übersetzen? Kornacki řekl následující. Cesta přesně byla nesená, byly neseny ty slamníky. Byla pokrytá slamou, který z těch roztrhaných slamníků padal. Ja. Jawohl. Dann ging's weiter. Als wir auf diesem Weg fuhren, zeigte sich ein Personenkraftwagen. Když jsme jeli touto cestou, ukázal se vůz z dálky. Tran sagte mir, ich solle zur Seite fahren und dem Kraftwagen Platz machen, ja, weil der Stellvertreter des Lagerkommandanten oder auch sein Adjutant komme. Tran řekl mi, abych jel s vozem stranou,
Poněvadž přijíždí vůz s, případně s zástupcem velitele tábora nebo s pobočníkem. To je možný. Ne? Das ist möglich. So weit stimmen ihre Aussagen überein. Der Kraftwagen hielt an und aus dem Kraftwagen stieg ein Mann in SS-Uniform, ein Offizier mittlerer Größe aus. Tedy PKV zůstal stát a z něho vystoupil důstojník, proti nám, ano. Důstojník v SS-kém stenokroji. Ja. Ja. Er begann auf Deutsch diejenigen, welche die Stroße getrugen und die SS-Männer anzuschreien, welche sie beaufsichtigten. Začal křičet tedy na tí, kteří nosili ty slavníky a na SS-ovce, který je tedy na něm dohlíželi. Und jetzt geht's weiter. Wir fuhren inzwischen an dem stehenden Kraftwagen vorüber und hörten von hinten Schüsse. Jeli jsme kolem stojícího auta kolem a slyšeli jsme zezadu rany. No, ono to bude asi zřejmě špatně formulováno, protože předtím tam byla přesná poznámka, že mu nařídil, aby zůstal okamžik. Stát. Okamžik. Jak jste ještě, řekněte to ještě jednou. Bylo... Je to pravděpodobně nějak špatně napsáno? Nebo es ist wahrscheinlich schlecht formuliert. Protože sám pan předseda soudu říkal, že nám mu nařídil ten Rottenführer Tran, aby sjel z cesty a zůstal stát. A my jsme stáli u té hromady těch slavníků. Der Rottenführer Tran hat ja befohlen, von dem Weg herunterzufahren und stehen zu bleiben. Ja, gerade deshalb halte ich Ihnen das vor, weil das ein Widerspruch ist. Wenn Sie nämlich da stehen geblieben wären, wie Sie das vorhin geschildert haben, hätten Sie beide nach vorn gesehen, Sie sowohl als auch der Kornacki. Ja. Und beide hätten sehen müssen, wie 6 bis 8 Meter vor Ihnen diese Schießerei vor sich ging. Der Kornacki hat es aber nicht gesehen, sondern der Kornacki sagt, wir fuhren inzwischen an dem Kraftwagen vorbei und hörten hinter uns Schüsse. Ich sah mich nicht um, weil ich mich fürchtete und trieb nur das Pferd an. Würden Sie das nur übersetzen? Já jsem rozuměl, to může zase souhlasit, protože Kornacki, ich habe es verstanden, das kann stimmen, protože Kornacki seděl po této straně a on nemohl do této strany vidět. Kornacki links saß und weil Kornacki nicht nach rechts sehen konnte. Protože tam jsem seděl, weil ich auf der rechten Seite ich saß. Nein, Rybka, darum dreht sich's gar nicht. Sondern es dreht sich darum, dass Sie gesagt haben, wir hielten und warteten vor diesem Geschehen. Und der Kornacki sagt, wir fuhren weiter und infolgedessen konnte ich es gar nicht sehen, weil das sich hinter mir abgespielt hat und ich hatte Angst, mich umzudrehen. On zřejmě říkal, že se to stalo za ním, ale bylo to po boku, protože jsme stáli proti tomu autu. Kornacki sagt, dass es hinter ihm, sagt wohl drin, dass es hinter ihm geschehen sein sollte, aber wir standen ja an der Seite. Ja, der Kornacki sagt eben nicht, dass sie an der Seite standen. Kornacki, sondern ist der das Kornacki da sagt, dass sie inzwischen durchgefahren wären. Das heißt, über diesen Schauplatz hinaus. Jestliže dva lidé vypovídají o něčem, co se stalo před 22 lety. Wenn zwei Leute von einer Sache aussagen, die vor 22 Jahren sich ereignet hat, určitě to nebude stejnými ústy vypovězeno o jedné věci. Dann wird es wahrscheinlich nicht gleich sein. Ja, Herr Rybka, das ist richtig. Aber wenn ich in einer solchen Situation gesehen habe, wie ein Mensch aus heiterem Himmel vollkommen unschuldige Menschen, die da gehorsam ihren Dienst tun, totschießt, dann fällt mir das doch auf, dann sage ich doch nicht, ich habe nichts gesehen, denn ich bin schon weitergefahren und hinter mir waren die Schüsse. Das ist doch eine ganz andere Darstellung.
Stalo se to přesně na naší úrovni, jak je to namalováno na tom obrázku. Hat sich so zugetragen, wie ich es auf der Skizze aufgezeichnet habe. Toto mi nikdo z paměti nevyrve, das kann mir niemand aus dem Gedächtnis herausstreichen. A to v mé paměti zůstane do mé smrti. Und das bleibt bis zu meinem Lebensende in meinem Gedächtnis haften. Nee. Rivka, ich habe dann die weitere Frage. Mám další otázku na vás. Bei Ihrer Vernehmung vor dem Herrn Staatsanwalt im Februar diesen Jahres, da hatten Sie den Vorgang etwas anders geschildert. Sie haben nämlich Folgendes gesagt. Wollen Sie das bitte noch einmal? Při výpovídání před... Já jsem rozuměl. Hat verstanden. Ja. Sie haben Folgendes gesagt. Ich sah nun, wie Mulka eine Pistole zog und einen Häftling von hinten anschoss. Das war der erste Häftling. Stimmt. Er gab 2 Schüsse auf den Häftling ab. Die gingen in einer Dreierreihe. Soweit haben Sie heute auch ausgesagt. Nachdem Mulka auf den einen Häftling geschossen hatte, entstand unter den anderen Häftling eine Unruhe. Das haben Sie heute auch gesagt. Sie drehten sich um und haben möglicherweise hierbei Mulka mit einem Strohsack gestreift. Und dann geht es weiter. Hierauf schoss Mulka auf einen zweiten Häftling. Er gab wieder 2 Schüsse ab. Sowohl der erste als auch der zweite Häftling, auf den Mulka schoss, blieb wie tot liegen. Mulka war so aufgeregt, dass er auch noch auf einen dritten Häftling schoss. Auch auf diesen Häftling gab er wieder 2 Schüsse ab. Der Häftling fiel jedoch nicht hin, drehte sich vielmehr in Richtung auf Mulka um und hielt den Strohsack, den er auf dem Rücken trug, schützend vor das Gesicht. Ich konnte sehen, dass dem Häftling bereits Blut aus einem Arm herauslief. Mulka sprang um den Häftling herum und gab auf dessen Rücken nochmals 2 Schüsse ab. Heute haben Sie gesagt, er hat erst einen erschossen, dann hat er einen zweiten angeschossen, dass ihm das Blut aus dem Arm lief, dann ist er um den herumgelaufen, hat nochmals 2 Schüsse auf ihn abgegeben und dann erst erschoss er den dritten. Heute haben Sie gesagt, das haben Sie heute gesagt, in Ihrer früheren Vernehmung haben Sie gesagt, erst hat er den einen erschossen, dann hat er den anderen erschossen und dann kam erst der dritte, den er von vorn angeschossen hat und den er dann von hinten totgeschossen hat. Bylo to přesně tak, jak jsem to vykládal dnes i u státního nadvládního doktora Grossmana nebo Kiglera. Es war genau so, wie ich es heute gesagt habe. Jenom tam u tohoto byla veliká vina, možná moje, že tam nebyl tlumočník. A já jsem přece... Es war aber ein großer Fehler, dass damals kein Dolmetscher zugegen war und das war ein Fehler vielleicht von mir. Protože já žiji normálně na vesnici, jsem ich lebe nemocen, auf einem Dorf, jsem nemocen, bin krank a při vyjadřování slov jsem neměl takovou dostatečnou und zásobu, beim Ausdrücken aby se vyjadřil. Worten, je docela možné, že jsem to popletl. Docela možné. Es ist Ovšem, ganz leicht möglich, dass ich die Sache irgendwie durcheinander gebracht habe. Když někdo se objeví po určitých letech před takovým tribunálem nebo někdo, tak někdo úplně možná ztratí řeč. Ja, wenn jemand nach einer solchen Reihe von Jahren sich vor ein Tribunal gestellt sieht, da kann er auch die Rede verlieren. Bitte sehen Sie sich einmal die Bilder auf diesem Blatt an und sagen Sie mir, ob Sie diesen Mann erkennen. Wo sind die Linien? Das ist nur das Negativ zu diesem Bild. Ist das der Angeklagte Mulka gewesen? Ja. Ja,
Und woher kannten Sie denn? Poznám ho podle toho tady taky. Podle čeho ho poznáte? Poznáváte? Tady podle toho. To už měl tehdy. A nach diesem Abzeichen, beziehungsweise nach diesem ich kann es auch nicht benennen, wie das heißt. Also Orden. Ab diesem Orden, ja. Oder was ist, worauf deutet er denn? Herr Wachtmeister. Worauf deutet er denn? Aha, das ist das Sportabzeichen, ja. Was wollten Sie sagen? Nach diesem Abzeichen? Ich habe beachtet, dass er einige Auszeichnungen hatte. Oder eine Auszeichnung hatte. Ja. Sie meinen, das wäre Mulka gewesen? Wie se domníváte, že to Mulka byl? Že se domníváte, že to Mulka byl? Nedomnívám, já to vím určitě. Ich weiß es bestimmt, dass es Mulka war. Sie wissen es bestimmt, dass es Mulka war. Trug er denn damals keine Brille? Nenosil tenkrát žádné brýle. Pokud jezdil k nám do Harmenze a pokud já jsem jej viděl, neměl brýle. Also bei den Fahrten nach Harmense und sofern ich ihn gesehen habe, hat er keine Brillen getragen. Sie haben aber bei Ihrer ersten Vernehmung gesagt, er hätte eine Brille getragen. Při vašem první slyšení měl brýle. Ne, já jsem jasně říkal, že Mulka tehdy brýle nenosil. Ich habe damals gesagt, Mulka hat damals keine Brille getragen. Er war kein Brillenträger. Wenn er heute eine Brille mit Goldrand trägt. Darf ich Ihnen mal vorlesen, was sie wörtlich zu dem Herrn Staatsanwalt gesagt hat? Ich beschreibe Mulka wie folgt. Doppelpunkt. Wollen Sie übersetzen? Popisuji Mulku následovně. Er war ein großer, schlanker, gut aussehender Mann. Byl veliký, štíhlý a dobře vypadající muž. Er war älter als die anderen SS-Führer, die ich kennengelernt hatte. Byl starší než ostatní SS-ové, které jsem znal. Ano. Meiner Schätzung nach war er damals zwischen 47 und 50 Jahre alt. Kdy mého odhadu byl mezi 40. a 50. rokem star. Besonders aufgefallen ist mir eine große, schmale und gebogene Nase. Ano. Rozumím. Ja, verstanden. Ich bin sicher, dass Mulka eine Brille trug und dass der obere Brillenrand eine goldene Farbe hatte. To nebylo správně napsáno. Das war nicht richtig aufgeschrieben. Určitě ne. Herr Staatsanwalt Küchler, ich muss mich wundern, dass der Zeuge sagt, Sie hätten das nicht richtig aufgeschrieben. Určitě ne. Ich kann mir leider keine Erklärung dazu jetzt abgeben. Nein. Určitě ne. Ja. Naja, das kommt näher. Also, damals haben Sie gesagt, er trug eine Brille, ich bin sicher, und ich weiß sogar noch, dass der obere Brillenrand eine goldene Farbe hatte. Glauben Sie wirklich, dass das der Herr Staatsanwalt von sich aus ins Protokoll geschrieben hätte? Ohne dass ich es ihm gesagt hätte? Nevěřím, ale já jsem přišel hned na tuto chybu, když jsem byl vyslychány u úředního soudce doktora Bacha a tomu jsem i hned říkal, ne, to tam je chyba. Ich kam gleich darauf, als ich bei Dr. Bach aussagte und ich sagte Dr. Bach, dass da drin ein Fehler ist. Ja, das glaube ich, das stimmt. Aber dieses Protokoll vor dem Herrn Staatsanwalt Kügler haben Sie doch selbst gelesen, genehmigt und unterschrieben, stimmt's? Tedy tento protokol jste sám četl, schválil a podepsal. Ano. Ja, je to správné, das ist richtig. Dovede si každý představit, v jakém jsem byl rozpoložení a jak jsem asi vypadal po takovém vyslechu. Sie können sich vorstellen, wie ich nach einem derartigen Verhör aussage, was für eine Verfassung ich war. Ja, das glaube ich. Aber trotzdem ist nichts daran zu ändern, dass Sie bei der ersten Vernehmung gesagt haben, Sie wären sicher, dass er eine Brille getragen hätte, und zwar mit einem Goldrand oben. Das ist doch eine ganz subtile Kenntnis, wenn ich sage,
Er hat nicht nur eine Brille getragen, sondern ich weiß sogar so genau, dass er eine Brille trug, dass ich mich noch genau daran erinnere, dass der obere Rand vergoldet war. Es ist möglich, dass es die Korrespondentin falsch begriffen und falsch aufgeschrieben hat. Ich habe die Sache nicht beachtet, weil das alles sehr schnell ging. Und ich kann täglich höchstens 2 bis 3 Stunden arbeiten. Es hat dort von 9 bis 1 und Nachmittag von 2 bis 5 gedauert. Ja. Nun, Herr Zeuge, woher kannten Sie eigentlich den angeklagten Mulka? Pane Svědku, znal Mulku? Mulku jsem znal, když dojížděl i k nám do Harmenze. Ich habe Mulka von da gekannt, als er noch zu uns nach Harmense gefahren kam. Ja. Und wie oft war er denn in Harmense? Jak často byl v Harmense? Já jsem ho tam často neviděl, já jsem ho viděl asi tak 3x. Ich habe ihn 3x gesehen. 3x, 4x. 3 bis 4 Mal. Und wer hat Ihnen in Harmense gesagt, dass es sich um Mulka handelte? A kdo vám řekl, že se jedná o Mulku? Když kdokoliv přijížděl, jestli přijížděl SS Obersturmbannführer Cezar, nebo jestli přijížděl někdo jiný, Aumayer, Palič nebo komandant Hess, tak vždycky naši kamarádi z Harmense Hinnerfarm telefonovali k nám, pozor, jede k vám. Ganz gleich, wer zu uns nach Harmense kam. Die Kameraden aus der Hühnerfarm haben angerufen und haben gesagt, Achtung, es kommt zu Ihnen Besuch. Ja, es kommt Besuch. Nun kann der Besuch ja... Der Herr Dolmetscher hat, glaube ich, nur die Hälfte uns eben übersetzt. Zumindest habe ich eine ganze Reihe von Namen gehört, die ich jetzt von dem Herrn Dolmetscher nicht mehr gehört habe. Sie haben recht. Vielleicht könnte das der Dolmetscher ergänzen. Danke schön. Opakujte ještě jednou tým, ještě jednou jména těch pánů. Jestli k nám někdo přijížděl, wenn zu uns jemand gefahren kam, jestli to byl Lagerkommandant Rudolf Hess, ob das der Lagerkommandant Rudolf Hess war, oder Dr. Joachim Cäsar, oder Dr. Joachim Cäsar, oder Hans Aumeier, oder Hans Aumeier, oder Palic, oder was, oder Palic, wer weiß noch, oder wer weiß noch. Die sind alle um die Fische zu uns gekommen. Všichni jezdili k nám pro ryby. Die sind alle zu uns gekommen wegen der Fische. Kolegové z Harmens, hlavně Stašek, druhým jménem, jak se nazývá, já nevím. Ještě jednou, prosím. Kolegové z Harmens. Die Kollegen aus Harmens. Jak se nazývá přesně, nevím, ale nazýval se Stašek. Hießen, weiß ich nicht, aber der eine hieß Stašek. Polští vězni, kteří byli se mnou v tomto komandě. Die polnischen Häftlinge, die mit mir im Kommando waren, die werden genau wissen, wie dieser Häftling heißt. Die haben uns immer telefoniert. Ja, und wann hat man Ihnen denn zum ersten Mal gesagt, dass dieser Mann hier Mulka ist? Kdy vám řekli poprvé, že tento muž se jmenuje Mulka? Entschuldigung. Also bei der Vorlage dieses Bildes weiß ich nicht, ob es nicht hier doch zweckmäßiger gewesen wäre, dem Angeklagten sämtliche Bilder vorzulegen, dem Zeugen sämtliche Bilder vorzulegen, die zu dieser Frage vorliegen. Und mir ist nicht ganz klar geworden, ob der Zeuge hier gesagt hat, er kennt den Mann an den Abzeichen wieder. Moment, Herr Staatsanwalt, wollen Sie jetzt plädieren oder was ist? Ja, weil Sie, Herr Vorsitzender, ihm eben dieses Bild vorhalten. Der Zeuge hat uns vor 5 Minuten gesagt, ich erkenne in diesem Bild den Mulka wieder, ganz bestimmt. Mit Bestimmtheit. Und zwar erkenne ich ihn wieder, insbesondere auch an diesem Abzeichen. Und deshalb sage ich, wer ihm gesagt hätte, dass dieser Mann Mulka war. Ich meine, das ist doch ganz logisch eigentlich. Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn an dem Abzeichen erkannt habe, sondern dass er ein Abzeichen getragen hat. Ja. Nicht klar geworden, was der Zeuge sagt. Ich bitte ihn doch noch einmal ausdrücklich zu fragen, wen er auf dem Bild erkennt.
verspreche, dass der Herr Staatsanwalt sich jetzt in die Vernehmung durch den Vorsitzenden einschaltet. Ja, also wir wollen doch mal den Angeklagten weiter befragen, den Zeugen weiter befragen. Herr Zeuge, wer hat Ihnen denn gesagt, dass dieser Mann, den Sie da in Hamensee gesehen haben, Mulka war? Kto vám řekl, že ten člověk, který jste tady v Hamensee viděl, že to je Mulka? Já jsem nevěděl, že to je Mulka. Já jsem se to dověděl. Ich habe es nicht gewusst, že to je Mulka. Dass es Mulka ist. Ich habe es dověděl až později. Ich habe es dann später erfahren. Já jsem jenom věděl, že to je adjutant. Ich wusste, dass es der Adjutant ist. Und zwar, wann haben Sie das erfahren? Wie er in Hamensee war. A vzpomínám si, že ještě předtím, než k nám přijel, vždycky, jak jsem říkal, ten Stašek nebo z Hamensee někdo volal. Ich erinnere mich noch, bevor er zu uns kam, hat der Stašek aus Hamensee angerufen. Ja. Und was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Co vám řekl? Že jede někdo k nám. Dass jemand zu uns fährt. Jemand. Und wer hat Ihnen gesagt, dass dieser jemand Mulka war? A kdo vám řekl, že ten dotyčný je Mulka? To jsem ještě nevěděl, říkám. Já jsem se to dověděl. Das habe ich nicht gewusst, das habe ich erst später erfahren. Später erfahren. Nachdem er wieder weg war. Ne. Wie er noch da war. Ne. Auch wann denn? Já jsem taky potom, když jsme jeli do tábora, tak jsem vozil někdy ryby. Als wir ins Lager gefahren sind, habe ich Fische hingefahren. Ja. Někdy jsme vozili ryby do Ville Hessa. Manchmal haben wir die Fische in die Villa vom Hess gefahren. Byli mezi nimi také uhoře. Es waren auch Aale dazwischen. A mě dvakrát nebo třikrát nebo čtyřikrát. Zwei, drei oder viermal, das weiß ich heute nicht mehr. Jsme vezli ryby do komandatury. Haben wir Fische in die Kommandantur gefahren. Ja. Ja, und bitte schön. A tam jsem teprve poznal, o koho se v tomto případě jedná. Dort erst sah ich, um wen es sich in diesem Fall handelt. Protože normálně, když jsme vešli do prvního poschodí, no, als wir normalerweise in die erste Etage kamen, na levé straně, auf der linken Seite, já jsem stál u dveří a i Domanský stál u dveří a ich und Domanský mussten an der Türe stehen. Sturmann, pozdější Rottenführer Tran, vešel dovnitř. Und der Rottenführer Tran ging in eine Kanzlei. A já prvníkrát i druhýkrát jsem und ich zum ersten oder zweiten Mal jsem stál u té zdi normálně, ani jsem se bei der Mauer stehen geblieben, ohne mich zu bewegen. Ale když jsem tam byl po třetí, aber als ich zum dritten Mal drin war, tak lidská zvědavost mi dala pokoj a já jsem si přečetl. Menschliche Neugier hat mir keine Ruhe gegeben und ich habe geguckt. Já jsem si přečetl navštívenku na dveřích. Und ich habe mir diese Besuchskarte an der Tür durchgelesen. Ja, no. No, tak jsem potom věděl, kdo ten adjutant je, jak se jmenuje. Und so habe ich erfahren, wer der Adjutant ist und wie er heißt. Ja, und haben Sie ihn dann auch gesehen? Wie gestern, ich. Wer da hinten hinter der Tür gesessen hat? Das habe ich nicht gesehen. Ich bin nie in die Kanzlei hereingekommen. In diesem Flur soll noch ein anderer Adjutant gesessen haben. Nämlich der Adjutant von dem Sturmbann. Das ist möglich, das habe ich nicht gesehen. Vizitka, a tuto jsem si přečetl a zapamatoval, jasně. Auf der Tür war eine Visitkarte und die habe ich durchgelesen, die habe ich mir gemerkt. Ja. Und was stand auf der Visitenkarte? Co na ní stálo na vizitce? To já si už dneska přesně nepamatuji, ale pokud vím, tak tam bylo napsané SS, Adjutant, Mulka, Hauptsturmführer, nebo tak nějak to tam bylo napsané. So genau weiß ich es nicht, aber SS, Hauptsturmführer, Mulka, nee. Adjutant. S. Adjutant, Mulka, Hauptsturmführer. Ale naopak to bylo. Nun, Herr Zeuge, ist mir Folgendes nicht klar. Sie waren zunächst in Hamensee. In ja. Hamensee hat jemand gesagt, wir bekommen Besuch. Ja. Sie wussten nicht, wer das war. Ja. Sie haben zwar einen Mann dort gesehen, aber Sie wussten nicht, wer das war. Den Namen Mulka haben Sie kennengelernt, als Sie
bei der Kommandantur waren, gesehen haben, dass ihr SS-Mann da in ein Zimmer hineinging und an dem Zimmer stand eine Visitenkarte, Mulka Adjutant. Wie kommen Sie nun auf die Idee, dass der Mann, den Sie in Harmensee gesehen haben, derselbe war wie der Adjutant Mulka? Das habe ich noch nicht verstanden. Protože vždycky, když někdo k nám přijížděl, tak nám říkali, přijede adjutant. A potom, když on už k nám přijel... Immer wenn jemand zu uns kam, wurde uns gesagt, der Adjutant kommt. Ano. Der Adjutant kommt. Ja. Bisher haben Sie gesagt, es kommt Besuch. No, později, já říkám. Später. Ja, und dann ist Ihnen gesagt worden, der Adjutant kommt. Und dann haben Sie diesen Adjutanten gesehen. Poste toho pobočníka viděl. Und später haben Sie gelesen, an der Tür ein Schild, Mulka Adjutant. Yeah. Und nun haben Sie gemeint, dass dieser Adjutant, den Sie dort gesehen hatten, übereinstimmt mit dem Adjutanten, dessen Namen Sie hier an der Tür gelesen haben. Yeah. War so gewesen. Zeigen Sie bitte dem Zeugen diese Bilder, ob er diese Männer auch erkennt. No, to je Mulka. Toto je Mulka. Ano. Ja, warte, toto je Mulka. Toto je Mulka. A. Wollen Sie das ihm dagegen halten? Sind das dieselben Männer? Mně se to hned nezdalo, že to je takové nějaké divné. Ale toto je Mulka, protože já to poznám. Das schien mir auf diesem Blatt nicht ganz geheuer, aber das... To... Ale to je taky... War ich nicht sicher. Toto je Mulka přesně. Tento obrázek. Toto nebyl Mulka, toto mi je takový známý obličej taky někoho. Das ist ein bekanntes Gesicht, aber es scheint nicht Mulka zu sein. Já si nemohu vzpomínat, kdo to byl, ale já ho znám taky. Ich kann mich nicht erinnern, wer das, aber ich kenne ihn auch. Ja. Není to Hoffmann? Nein, nein. Hoffmann meinen Sie. Ale já Hoffmanna poznám. Když tady ich werde Hoffmann erkennen. Hoffmann, Kaduk, Boger, Rakas, Broat, Sterk, alle will ich noch heute erkennen. Und Mulka wahrscheinlich auch. Ja, wahrscheinlich habe ich bestimmt. Mulka ist Ihnen doch gegenübergestellt worden, ja. Nicht? Tja, ich habe keine Frage mehr an den Zeugen. Bevor wir weiter fragen, wollen wir eine Pause einlegen bis um 9:45. Herr Staatsanwalt, Sie hatten mit... Bude přestávka až 9:45. Bitte? Bitte? Sie hatten mit Schreiben vom 26.08.64 eine Anzahl von Unterlagen eingereicht. Sie haben bereits gesagt bekommen, dass die bei uns nicht... sich bewinden. Sind da. So, dann ist gut. Bis um 9:45. Herr Zeuge, Sie haben uns heute den Namen Pomerenke genannt. Menno Pomerenke. Ich bedauere, aber ich habe Bedenken gegen die weitere Vernehmung dieses Zeugen in Anwesenheit dieses Dolmetschers. Mir wurde von Zuhörern gesagt, dass die Übersetzung nicht korrekt gewesen sei in entscheidenden Punkten. Und ich bitte die Möglichkeit zu prüfen, ob man die Vernehmung nicht mit einem anderen Dolmetscher fortsetzen kann. Ja, Herr Oesterwald, das wollen wir auch tun. Ich bitte schön. Ich verfolge die Übersetzung. Das stimmt nicht. Sie ist bis jetzt zumindest nicht falsch gewesen. Ich habe nichts festgestellt. Hinsichtlich Fenster oder hinausgeschaut, also wo er Ort nehmen, dass er das Fenster vergessen hätte. Aber sonst im Großen und Ganzen, dem Sinne nach, ist es übersetzt. Und dann das Einzige noch, dass er den Namen Cäsar nicht genannt hatte, der ihm gesagt hätte, oder wer Mulka wäre. Den Namen
Also im Sinne nach stimmt es überein, bis auf Einzelheiten. Also mir wurde gesagt, dass gerade an einem entscheidenden Punkt, und zwar als ihm das erste Bild vorgelegt wurde, sei nicht korrekt übersetzt worden. Aber ich möchte eigentlich jetzt der weiteren Vernehmung, kann das gerne vortragen. Ich möchte das aber nicht. Meine Herren, ich will Ihnen Folgendes sagen. Wir werden die Vernehmung heute nicht zu Ende führen. Ich habe nur noch einzelne Fragen bezüglich des Pomerenke aus bestimmten Gründen. Herr Zeuge, Sie haben uns den Namen Pomerenke genannt und haben, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, der sei aus Rumänien gewesen. Stimmt das? Pomerenke się pochodzi z Rumunska. Rzekłeście to? Ja sam říkal, że pochodzi z Rumunska. Ich sagte, dass er aus Rumänien stammt. Ja. Können Sie uns eine Beschreibung dieses Pomerenke geben, wie der aussah? Muszę nam popis Pomerenke. Blondyn, usmiewawy takowy chlapec, a miał sam z nim bliższy styk. Ein blonder, lächelnder Knabe. Miał sam z nim bliższy styk, protože był u mnie w domu dwakrát, a dowezł mi idlo a dopis. Ich hatte mit ihm einen näheren Kontakt, weil er zweimal bei mir war und Essen und einen Brief brachte. Ja. War er groß, klein? Wilveliki, mali. Mittelgroß. Mittelgroß. War er untersetzt oder war Zawaliki, er schlank? Schlank. Stihli, schlank. Und wie alt ungefähr? Jak stary. Ja sam mu tak poczytał 22, 24 roku. Ich habe ihn für 22 bis 24 Jahre alt gehalten. Und wissen Sie zufällig seinen Vornamen? Znate przymian. Wissen Sie, was er für einen Dienstgrad gehabt hat? Sturman. 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 Byl za mým otcem a chtěl od mého otce, aby mu dali nějaké peníze, že se pokusí, aby mě z koncentráku dostal. Er war bei meinem Vater und wollte Geld haben, denn die wollten versuchen, mich herauszukriegen. Taky chtěl, aby mu dali jízdní kolo. Er wollte auch, dass sie mein Fahrrad geben. A různé jiné věci. Und verschiedene andere Dinge. Wissen Sie, wo er tätig war? Witek de Vilcini. Harmense Hühnerfarm. In Harmense in der Hühnerfarm. Ich habe die Absicht, die Vernehmung des Zeugen jetzt abzubrechen. Herr Dr. Eckert, wollten Sie noch was sagen? Darf ich einen Antrag stellen? Ja, bitteschön. Hohes Gericht, die Vernehmung des Zeugen in der heutigen Hauptverhandlung hat außer den bereits aus den Akten erkennbaren Widersprüchen weitere schwerwiegende Widersprüche erbracht. Ich möchte es mir ersparen, jetzt ein ausführliches Plädoyer zu halten und auf die Einzelheiten einzugehen. Das Hohe Gericht weiß das selbst, wie sich bereits aus den einzelnen Vorhalten des Herrn Vorsitzenden ergeben hat. Der Angeklagte Mulka sitzt wegen der Belastung, die von diesem Zeugen ausgegangen sind, seit Monaten in Untersuchungshaft. Ich bin der Ansicht, dass nicht nur aufgrund der früheren Widersprüche in den Akten, sondern insbesondere aufgrund dessen, was der Zeuge heute in der Hauptverhandlung bekundet, widerrufen, berichtigt und ergänzt hat, ein dringender Tatverdacht des Mordes hinsichtlich des Angeklagten Mulka nicht aufrechterhalten bleiben kann. Ich bin deshalb der Ansicht, dass der in dieser Sache hinsichtlich der Nachtragsanklage ergangene Haftbefehl aufzuheben ist und der in dem Hauptverfahren ursprünglich außer Vollzug gesetzte Haftbefehl erneut außer Vollzug zu setzen ist, was ich hiermit beantrage. Ich habe gesagt, dass ich nicht plädieren möchte. Nur ein Punkt, der ist heute erst zutage getreten und zu dem muss ich etwas sagen. Das ist die Frage des Wiedererkennens. Es ist sicherlich dem Hohen Gericht genauso wie der Verteidigung aufgefallen, dass dieser Zeuge gegenüber Herrn Staatsanwalt Küchler zunächst die randlose Brille des Angeklagten Mulka mit dem am oberen Rande befindlichen Goldrand erwähnt hat. Dieser Teil der Aussage bleibt streitig, zumal da der Zeuge heute erklärt hat, dass Staatsanwalt Küchler ihn insoweit falsch verstanden habe, beziehungsweise dass es im Protokoll falsch niedergelegt worden sei. Für den Fall, dass das Gericht die sofortige Haftentlassung des Angeklagten Mulka nicht anordnen sollte, beantrage ich die sofortige Vernehmung des Herrn Sitzungsvertreters der Staatsanwaltschaft, Herrn Staatsanwalt Küchler, und stelle in das Wissen dieses Zeugen die Tatsache,
dass gerade die Frage, ob der Angeklagte Mulka seinerzeit eine Brille getragen hat und welche Brille er trug, bei der ersten Vernehmung dieses Zeugen eine entscheidende Rolle gespielt hat und dass gerade die Frage, ob der Zeuge den Angeklagten aufgrund dieser Brille wiedererkannt hat, von dem Herrn Staatsanwalt Küchler in besonders sorgfältiger Weise geprüft worden ist. Ich stelle das nur als Hilfsantrag. Ich bin im Übrigen der Ansicht, dass der Haftverschonungsantrag ohnehin aufgrund der heutigen Aussage dieses Zeugen Erfolg haben müsste. Ja, wir werden über diesen Antrag am Donnerstag entscheiden. Wir möchten die Vernehmung des Zeugen heute abbrechen. Ja, bitteschön. Ja. Herr Zeuge, welche Häftlingsnummer hatten Sie? Ja, Gistemil Schiesel. 35.667. 667. Und dann ein weiteres. Ihre Heimat. Also 35.667. Jawohl. Ja. Ihre Heimat 1938, lag die in dem Gebiet, was von dem weiter bestehenbleibenden Staat Tschechoslowakei an Deutschland abgetreten wurde? Sudetengau, jawohl. Sudetengau. Haben Sie damals die deutsche Staatsangehörigkeit gewählt oder blieben Sie tschechischer Bürger? Jeder war deutsche Staatsangehöriger in Sudetengau. Jeder. War jeder? Sie waren aber an der deutschen Muttersprache Tschechisch. Hatten Sie die Möglichkeit, damals für Tschechoslowakei zu optieren und auszuwandern in das verbleibende tschechische Staatsgebiet? Das Sudetengau nicht. Im Sudetengau sind nur... Es war doch eine tschechische Minderheit, war doch im Sudetengau. Ja. Und konnte die nicht für die Tschechoslowakei optieren und auswandern? Ja. Das haben Sie nicht getan? Habe ich nicht Dankeschön. Getan. Dankeschön. Ich habe meine Eltern, alle waren da. Ihre Eltern haben es auch nicht getan? Nein. Ja, danke. Ja, wollten Sie noch etwas sagen? Eine Frage stellen, Herr Rechner, mit Zeugen. Die Zeuge sind am 30. November 1963 in Prag vernommen worden. Und am Schluss dieser Vernehmung sagen Sie, dass Ihre Aussagen auf einer eigenen Dokumentation beruhen soll, die Sie unmittelbar nach der Entlassung aus dem Konzentrationslager angefertigt haben. Meine Frage, haben Sie diese Dokumentation hier? Herr Dolmetscher. Výpovědi 30. listopadu 63. roku. Darf ich noch mal fragen, war diese in Prag dieses Verhör? Das Verhör war am 30. November vor dem Bezirksgericht in Troppau. Před okresním soudem v Opavě. Ja. Potom nach diesem Verhör soll er eine Dokumentation veröffentlicht haben. Darf ich? In der Aussage, im letzten Absatz dieser Aussage heißt es, dass er seine Aussage gemacht hat aufgrund einer eigenen Dokumentation. Tyto výpověď jste utvořil na základní vlastní dokumentaci. Ano. Ja. Und Sie wollen wissen, ob er die Dokumentation da hat. Hier. Máte ji při sobě. Ja, mám dokumentaci z roku 1945 až 1947, protože já jsem ležel, já jsem tehdy až do konce roku 1945 nechodil. Also die Dokumentation vom Jahr 1945 bis 1947 habe ich verfasst, ja, da ich gelegen habe. Ja. Adalshi? Ja, ist die Dokumentation hier, hat der Zeuge die Dokumentation? Hat die Dokumentation při sebe? Při sobě? Částečně. Teilweise. Kann er sie vorlegen im Gericht? Můžete ji předložit soudu? Mohu, ale... Ich kann. Dann bitte ich darum. Und toto prosím. Ja, das ist eine Dokumentation aus dem Jahr 1945 über den Erlebnisbericht aus Auschwitz. Haben Sie in dieser Dokumentation auch diesen Vorfall mit erwähnt? Zmínil jste se o tom případu v této dokumentaci? Nein. Da ist also von diesem Vorfall nichts drin zu lesen. O této věci tam nic nestojí. Tam bude možná heslovitě napsáno, nevím přesně. Chce vielleicht Schlagwortartig notiert sein, weiß es nicht genau. Ja. Dann bitte nehmen Sie diese Dokumentation wieder an sich und sehen Sie die Dokumentation durch.
danach, ob Sie da im Schlagworten diesen Vorfall erwähnt haben. Tu dokumentaci k sobě a pojďte se, jestli tam vidíte hesla, vidíte tu poznámku ohledně. Já nemám tuto dokumentaci celou sebou, protože tam má 660 listů. Ich habe die Dokumentation deswegen nicht ganz bei mir, weil sie die Dokumentation an für sich über 600 Seiten hat. 600 kolik? 660 listů. 660 Seiten. Wann waren Sie denn in Sangershausen? Ist die Wilf Sangershausen? 45. 1945. Also nach Auschwitz. Po Auschwitz. Konzentrační tábor Osvětim byl evakuovaný 18. ledna 1945. Das KZ, das Lager Auschwitz wurde evakuiert am 18. Januar 1945. Jeli jsme v otevřených železničních vagonech. Wir sind in offenen Eisenbahnwagen abgefahren. Od 18. do 29. ledna. Vom 18. bis 29. Januar 45. Za 28 až 31 stupňového mrazu. Bei 28 bis 31 Grad Kälte. Bez jakéhokoliv jídla. Ohne jedwede Speise. Ja, das wollen wir jetzt hier nicht näher untersuchen. Das wollen wir projednávat. Ich möchte nur wissen, ob Sie uns hier sofort heraussuchen können, ob Sie da in dieser Dokumentation, bitte? Ob Sie in dieser Dokumentation etwas von diesem Vorfall drin stehen haben. Tedy předseda chce vědět, jestli v této dokumentaci můžete najít něco, co se týká toho případu. V celkové dokumentaci snad, ale v tom. In der Gesamtdokumentation ja, vielleicht ja. Und hierin? Also der? Weiß ich nicht. Nehmen wir die Zelle. Ja, das ist nicht komplett. Ja, haben Sie den Rest der Dokumentation überhaupt nicht hier in Frankfurt? Nein. Bitte? Zeuge, ich sehe, da ist noch eine Mappe, da sind noch andere Schriftstücke drin. Gehören die zu der Aussage? Táži se, jestli tedy vidím zde map, patří tedy taky k dokumentaci. Patří, gehört. Gehört dazu. Können da Anhaltspunkte sein für den Vorfall? Mo by být nějaké případné body? Tam nemohou být žádné body, protože všechny body mám v hlavě, které vím. Tady drin sind gar keine weiteren Anhaltspunkte, die habe ich alle im Kopf. Können Sie die Dokumentation aus Troppau, Ihrem jetzigen Wohnsitz, telefonisch oder telegrafisch anfordern, dass Sie... Můžete tedy dokumentaci telegraficky nebo telefonicky požádat? Z této dokumentace by stejně nikdo nic neměl, protože jestli tam něco bude... Aus dieser Dokumentation hätte sowieso niemand etwas, weil für den Fall, dass was drin ist. Nemělo by cenu, aby já tady soud klamal nebo něco, protože... Es hat keine Sicht, dass ich das Gericht damit täusche. Protože tam v této dokumentaci já jsem všechno zanášel jenom heslovitě. Denn ich habe in die Dokumentation alles nur schlagwortartig eingetragen. Chtěl jsem to vydat knižně. Ich wollte das als Buch herausgeben. Nebylo mě to dovoleno, proto jsem und das war mir nicht erlaubt worden. Proto jsem to nespracoval. Und da habe ich das weiter nicht verarbeitet. Herr Zeuge, wenn Sie in Ihrer Vernehmung am 30. November in Troppau gesagt haben, dass Ihre Aussagen auf dieser Dokumentation beruhen und Sie heute dem Gericht erklären, dass diese Dokumentation keinen Anhaltspunkt für den Vorfall gibt, dann ist doch diese Aussage falsch. In dieser hier nicht, aber in der Gesamtdokumentation schlagwortartig. Sehen Sie eine Möglichkeit, diese Gesamtdokumentation dem Gericht vorzulegen? Vidíte možnost tedy celkovou dokumentaci předložit soudu? Welche Art es wird im Gesamten über diesen Vorfall nur schlagwortartig etwas erwähnt sein? Wären Sie bereit, nach Troppau zu fahren, zu Ihrem Wohnsitz und wiederzukommen mit dieser gesamten Dokumentation? Ich bin schon das zweite Mal in Frankfurt. Und die Fahrt beansprucht mich derart stark und strengt mich an. Ist es möglich, dass wir bei irgendwelchen Verwandten oder Angehörigen von Ihnen
diese Dokumentation anfordern, dass die mit der Post hierher geschickt wird. Je to možné, že dokumentaci můžeme požádat u nějakých příbuzných nebo známých u vás. Jedině moji manželku, ovšem já bych nerad, aby tato dokumentace... Bei meiner Frau kann das wohl angefordert, weil ich möchte es nicht gern sehen. Proč? Já bych nechtěl, aby tato dokumentace přišla za mnou, protože toho je hodně. Und ich möchte nicht, dass diese Dokumentation her zu mir kommt, weil es sehr viel ist. Das wäre ja nicht schlimm. Die Post befördert ja auch Pakete. Das wäre nötig, dass ich es alles neuerdings lesen muss und mich neuerdings aufregen. Tja, eventuell könnten wir diese Dokumentation ja auch durch einen Dolmetscher durchlesen lassen. Die Hauptsache wäre, dass er hier wäre. Denn uns wird es natürlich interessieren, wenn Sie damals schon unmittelbar nach dem Geschehen Ihre Erlebnisse niedergeschrieben haben, dann würde es uns natürlich auch interessieren, was Sie damals von diesem Vorfall geschildert haben. Tedy by mě nás ohromně zajímalo, co jste tehda už o tomto případu tam napsal. To já nevím, toto mě ani nenapadlo se na to podívat, protože opravdu já všechno, co se odehrávalo a co bych k jednotlivým obžalovaným měl, to vím z paměti. All das, was sich abgespielt hat und was sich bezüglich der einzelnen Angeklagten zugetragen, das weiß ich auswendig. Ja, wären Sie bereit, auf Kosten des Gerichts Ihre Frau telegrafisch zu bitten oder telefonisch zu bitten, diese Dokumentation sofort mit Eilboten hierher zu bringen? Byl byste ochoten požádat vaši ženu a tuto dokumentaci buď telegrafickým telefonicí? Jsem ochoten, ale tato dokumentace stejně nikomu nic nepřinese, protože já nevím, jestli tam jsou nějaké výňatky vůbec z tohoto, přesně z tohoto činu. Also ich bin an für sich bereit, aber ich weiß nicht, ob die Dokumentation jemand etwas hilft, weil ich nicht weiß, ob gerade über diesen Vorfall konkrete Sachen drinstehen. Ja, nun, das ist eine zweite Frage, die würden wir dann klären, wenn die Dokumentation hier wäre. Wenn der Zeuge nach der Sitzung mit dem Herrn Staatsanwalt sich in Verbindung setzen würde, wäre es möglich, ein Telegramm wegzuschicken, dass die Dokumentation Ihnen zugeht, hier an Ihre Frankfurter Adresse, mit Eilboten. Ja, und dann können Sie uns vorlegen und dann können wir durch einen Dolmetscher die Dokumentation durchlesen lassen, darauf hin, ob etwas von diesem Vorfall drin steht oder nicht. Da brauchen Sie sich gar nicht drum zu bemühen. Bylo by možno, abyste se státním návladním, který sestavil telegram a nechal dokumentaci přijít sem. A potom by tedy by nebylo vaši práce, ale práce tlumočníka, který by si to potom přečet a zjistil, jestli něco v tom stojí, co tady se této věci týká. Za moji přítomnosti, ale velmi nerad. In meiner Gegenwart aber sehr ungern. Nein, das braucht in Ihrer Gegenwart nicht zu geschehen. Das kann der Dolmetscher ruhig für sich tun und kann uns nachher sagen, ob er was gefunden hat oder ob er nichts gefunden hat. To tady může tlumočník sám prohlédnout a může říct, jestli tam něco stojí. Ich möchte diese Sachen nicht gern aus der Hand geben. Sie können sich dazu setzen. Sie können ruhig dabei sein, wenn der Dolmetscher das liest. Das ist klar. Ja. Also dann bitte ich Sie, nach Schluss der Sitzung mit dem Herrn Staatsanwalt sich in Verbindung zu setzen, dass er dafür sorgt, dass ein solches Telegramm an Ihre Frau abgeht. Ja? Im Übrigen, ja, noch eine Frage. Wo war der Transport ungefähr, mit dem Sie in Auschwitz ankamen? Welchen Transport stimmt der Privilegium? In welchem, wann? Damals 1942. To byly asi 4 nákladní auta Židů. 4 LKWs mit Juden voll. Wie viel waren auf einem LKW ungefähr drauf? Kolik bylo na jednom? Wie viel waren auf Ihrem LKW drauf? To bylo na vaše. Já jsem tak počítal dohromady, že to bylo asi 200 lidí. Ich zählte so ungefähr 200 Leute. Also, ich schätzte. Ja, bitteschön. Herr Rübker, eine Frage. Waren Sie bereits fieberfrei, als Sie am 1. oder 2. September 1942 aus dem Schonungsblock abgeholt wurden? Ja. Bist du besser, Horečky, die stabil? Ja, jsem
už vykládal i hned na začátku, byl se mnou na tomto bloku taky Kapo Lenartovič. Mit mir war auch in diesem Block der Kapo Lenartovič. Vom Harmense Teichwirtschaft. Který odcházel z tohoto bloku do Harmense zpátky asi o 10 dnů dříve. Der aus diesem Block nach Harmense zurückging, und zwar etwa schon 10 Tage vorher. A já jsem jej prosil, protože jsem viděl, jak to tam vypadá. Tam byly do rána vždycky hromady mrtvol, aby mu jsem nejdříve vyzvedl a nechal odvést do Harmense. Und ich habe ihn gebeten, mich von hier weg abholen zu lassen, weil ich gesehen habe, dass da jeden Tag in der Früh eine Menge Toter lag. Und da habe ich ihn gebeten, mich nach Harmens wegzubringen. Und zwar so bald als möglich. Ja, dem Herrn Richter ist es darauf angekommen, zu wissen, ob Sie, als Sie wieder zurück nach Harmense gefahren sind, fieberfrei waren. Ich war. Ich war ein Wrack. Sie haben doch bei Ihrer Vernehmung gesagt, Sie hätten, obwohl Sie noch nicht hergestellt gewesen seien, auf dem Holzplatz arbeiten müssen. Řekl jste, že jste musel tedy pracovat na tom místě s dřevem. Všichni, kdo byli na Schonungsbloku, ráno hodinu cvičili. Alle, die auf dem Schonungsblock waren, mussten in der Früh eine Stunde üben. A pokud se mohli pohybovat, und sobald sie gehen konnten, haben sie Holz gespalten oder haben Holz getragen. Die Frage ist veranlasst durch Ihre Aussage bei dem Herrn Staatsanwalt, die wörtlich lautet. Blatt 5 der Beiakten. Tedy tato otázka je povzbuzena tím, co stojí na stránce 5. Ich lag, also Sie haben zunächst geschildert, dass Ihnen Targosch geholfen hat, von Block 13 wegzukommen auf Block 19. Targosch vám pomáhal, byste se dostal od bloku 13 do bloku 19. Dann haben Sie weiter gesagt, ich lag damals mit Fieber völlig entkräftet auf einer Pritsche im obersten Stock. Ja. Mit Hilfe des Häftlings Targosch und anderer Häftlinge wurde ich in den Block 19 gebracht. Betragen, ja. Trotz meines fürchterlichen Zustands musste ich im Holzhof arbeiten. Im Block 19 verblieb ich einige Tage, Sie sagten etwa 3 Tage. Dann gelang es dann, da dann das Schlimmste vorüber war, gelang es mir durch Kontakt mit den Kameraden wieder nach Hamsee zurückzukommen. Und nun möchte der Herr Beisitzer wissen, ob dieses Fieber, das Sie noch hatten, als Sie auf Block 19 gebracht wurden, bereits beendet gewesen sei, als Sie nach Harmense fuhren. Ich habe bereits auf dem Schonungsblock war ich 3 Tage, es kann auch 4 gewesen, 4 gewesen sein, auch vielleicht 5. Ale co jsem musel dělat, musel každý, jestliže chtěl někdo dostat v poledne půl litru polévky nebo něco, což byla voda z Avo, to znamená, že musel něco dělat. Jeder, der auf dem Block war und mittags einen halben Liter Suppe, das ein reines Wasser war, haben wollte, der musste etwas tun. Nein, Herr Zeuge, Sie haben uns immer noch nicht verstanden. Uns kommt es darauf an, ob Sie auf der Fahrt nach Harmense fieberfrei gewesen sind oder nicht. Na cestě do Harmense. Ohne Fieber. Ohne Fieber. Ja, wenn die Prozessbeteiligten einverstanden sind, wollten wir den Zeugen eigentlich jetzt nach Hause gehen lassen, zumal er eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt hat, nach der er wegen Krankheit nicht hier zu stark überanstrengt werden darf. Herr Vorsitzender, ich möchte beantragen, zum Donnerstag den am 13. August hier vernommenen Zeugen Pomranke zu laden. Möglicherweise handelt es sich um jenen, den der Zeuge Rübker hier erwähnt. Ja, das wird hiermit angeordnet.
Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses czy, des Gerichts. Czy zgadza się pan z tym, że zeznanie pana będzie wzięte na taśmę magnetofonową dla ułatwienia sądowej pracy? Tak jest. Jawohl. Herr Zeuge, ist es richtig, dass Sie am 18. Dezember 1940 von der Gestapo verhaftet und in das Gefängnis in Beuden gebracht worden sind? Proszę świadka, czy zgadza się to z prawdą, że 18 grudnia 1940 roku został pan przez Gestapo zaresztowany i osadzony w więzieniu w Bytomiu? Tak jest. Jawohl. War der Grund Ihrer Verhaftung die Tätigkeit in einer Untergrundorganisation? Czy przyczyną zaresztowania pana była działalność pana w jakiejś organizacji podziemnej? Tak jest. Jawohl. Wann sind Sie nach Auschwitz transportiert worden? Kiedy został pan przetransportowany do Oświęcimia? 17 stycznia 1941 roku. Am 17. Januar 1941. Wann sind Sie in das Kommando Harmensee gekommen? Kiedy pan przybył do Kommando Harmensee? Około pod koniec marca 1941 roku. Das war Ende März 1941. Ende März 1941. Und wie lange blieben Sie dort? Jak długo pan został w tym tam? Tam byłem aż do połowy listopada 1944 roku. Und dort blieb ich bis Mitte November 1944. Was hatten Sie zu tun in dem Kommando Harmensee? Co pan tam miał do roboty w tym komandzie Harmensee? W tym komandzie początkowo pracowałem na stawach przy gospodarce rybnej. Zuerst habe ich in diesem Kommando beim Fischteich gearbeitet, der Fischereiwirtschaft. Gospodarka rybna. Tak. Tam było 103 stawy. Das waren 103 Teiche dort. Und was hatten Sie im Einzelnen dort zu tun? Co pan tam konkretnie robił? No więc z chwilą przybycia tośmy robili, reparowaliśmy te wały, które groziły stawy, prawda? No i powiedzmy, tośmy w lecie wycinaliśmy tą trawę kosami. Also wir haben zuerst mal den Erdwall um einen Teich herum repariert, gestützt. Und im Sommer haben wir Gras gemäht. Naokoło. Tak, w tej wodzie, ta trawa, która rosła w wodzie. Dieses Gras wuchs im Wasser. Bo to przeszkadzało rybom. Und das störte die Fische. Wer war denn Ihr Vorgesetzter dort? Kto był pana przełożonym tam? Więc powiem jeszcze to, że to było w początkowej fazie, co pracowałem na stawach, a później z naszego komanda wydzielono trzech. Rozumie pani? Wydzielono trzech i myśmy łapali ryby na tych rzekach, na Sole i na Wiśle. Ja, das, ich wollte das noch ein bisschen genauer erklären. Ja. Also ich habe zuerst in der ersten Phase meine Tätigkeit dort beim Fischteich, bei den Fischteichen gearbeitet. Und später wurden drei von uns ausgesucht und zum Fischfang eingesetzt. Und zwar an den Flüssen Sola und Weichsel. Waren also als Fischer tätig. Ja, und wer war Ihr Vorgesetzter? Kto był pana przełożonym? Przełożonym, więc początkowo był przełożonym, cośmy łapali ryby na Wiśle i na Sole, był Rottenführer Werner. Also zuerst in dieser Zeit, als wir eben gefischt haben, Sola und Weichsel, da war Rottenführer Werner. Unser Vorgesetzter. SS-Mann. Ein SS-Mann. Rottenführer. Und später? Ab potem za niego przyszedł Rottenführer Hansen. Und später kam an seine Stelle der Rottenführer Hansen.
Ja. Und wer war der Führer des Kommandos überhaupt? А хто був в ogóle керівником, фюрером цієї цілої команди? Спочатку був Oberscharführer Sauer. Zuerst am Anfang war der Oberscharführer Sauer. A po nim on odszedł i po nim przyszedł Rottenführer Rudolf Martin. Martin. Tak. Ging dann fort und an seine Stelle kam ein Rottenführer Martin. Rudolf Martin. Und wer gehörte sonst noch an SS-Leuten zu diesem Kommando? Kto jeszcze z SS-manów należał do tego komando? Do tego komando należeli jeszcze Unterscharführer Oskar Peschel. Unterscharführer Oskar Peschel. Sturmann Traugut Tran. Traugut Tran. War der nicht Rottenführer? Czy on nie był Rottenführerem? On był w późniejszych czasach, dostał awans. Er war später Rottenführer. W pierwszej fazie był szturmanem. Aber in der ersten Zeit war er Sturmann. Ja. Nun, haben Sie in dieser Zeit auch einmal den Adjutanten des Lagers kennengelernt? Czy pan w tym czasie poznał również adiutanta obozu? W początkach nie. In der ersten Zeit nein. Nein. Wann und wie? Kiedy i jak? Poznałem go w ten czas, kiedy nasze komando było wydzielone, bo myśmy mieszkali. To muszę się cofnąć wstecz troszkę. Dobrze? Proszę. Więc myśmy w początkowej fazie od marca 1941 roku dochodziliśmy z głównego obozu do Harmensch. Ja, ich muss, um das genau zu erklären, muss ich ein bisschen zurückgreifen. Also zuerst, so von März 1941 an, gingen wir immer von dem Hauptlager zum Hamensee. Ja, tak. No. A później, pod koniec 1941 roku, to było około listopadzie, myśmy tam zamieszkali, był zamek od właściciela Zwillinga. Zamek, taki mały zamek. Mhm. Und Ende 1941, ich glaube, das war im November, also zu dieser Zeit haben wir dann eine Unterkunft dort bekommen, dort an Ort und Stelle. Das war so eine kleine Burg von einem Mann namens Zwilling. Der war auch Besitzer dieser Fischteiche. A następnie zostało zrobione filia obozu, jeszcze jedna, także osobno byli więźniowie, pracowali w tym zamku przy gospodarce tym drobiem, znaczy kury tam hodowali, gęsi i tak dalej, prawda? A myśmy tam dla nas przygotowali w takim dużym domie miejsce do spania, że myśmy byli osobno. To była ta komando, ta Wirtschaft. Tak. Also später wurde dann etwas eingeteilt. Und ein Teil der Häftlinge, die sich mit der Hühnerfarm beschäftigt waren, mit den Hühner und Gänse und alles andere, die wohnten direkt auf der Burg. Wir aber, die zu der Teichwirtschaft gehörten, wir haben ein anderes Haus bekommen als Unterkunft. Zugewiesen. W jakiejś odległości pół kilometra od tego zamku. Die Entfernung von der Burg war etwa ein halber Kilometer. Kiedy pan poznał adiutanta? Pytanie. Ich erinnerte an die Frage. Więc kiedy myśmy już osobno mieszkali tam, prawda, to też było w Harmężych, tylko w odległości tego zamku, kiedyśmy tam już mieszkali, do komanda jeszcze, powiedzmy, władzy dobrali jeszcze 25, bo nas było tylko 12 do 13 w tym czasie, prawda, jeszcze przed
mieszkaniem tam w tym domu. A później dobrali jeszcze coś koło 12, także było w sumie nas było 25. Die Behörden haben uns noch 12 andere Häftlinge zugewiesen. Wir waren nämlich am Anfang, bevor wir in dieses Haus eingezogen sind, da waren wir nur zu 12, 13 Häftlinge. Später haben wir noch 12 neue bekommen, so dass wir 25 zusammen waren. Ja. No, i w ten czas myśmy tam mieszkali już. I spali tam, prawda? Tam były apele, bywały się. I myśmy, część chodziła do pracy na stawy. Myśmy jeździli na te ryby, na Wisłę, na Sołę. I między innymi, tam byli, przeważnie byli Polacy. Wśród tych więźniów, prawda? W tym naszym komandzie. I był jeden był z Czechosłowacji. Ja, also dort wohnten wir dann in diesem Haus und dort spielten sich auch die Appelle ab und wir gingen von dort aus zur Arbeit. Ein Teil der Häftlinge zu den Teichen und wir zu dem Fischfang. Und wir waren alle Häftlinge Polen. Einer darunter war aus der Tschechoslowakei. Ach, wie hieß der? Jak on się nazywał? To się nazywał Rudolf Rybka. Er hieß Rudolf Rybka. Tak. On pracował częściowo i przy stawach, i częściowo tam, powiedzmy, w Szajprzybie u tego szefa Rudolfa Marlina. Er hat zum Teil zum Teil war er bei den Teichen beschäftigt und zum Teil arbeitete auch in der Schreibstube bei dem Rudolf Martin. Tak. Więc on przyszedł razem, Rudolf Rybka przyszedł razem z tymi 12 do naszego komanda. Rudolf Rybka kam mit den 12, von denen ich vorher gesprochen habe, zu uns als Angehörige des Kommandos. Jednakowoż on nie był długo u nas, gdzieś około 3 miesięcy. Po 3 miesiącach zachorował. Er blieb aber nicht lange bei uns, vielleicht 3 Monate. Dann wurde er krank. In welcher Zeit war das ungefähr? Kiedy to było? Mniej więcej w jakim czasie? To było w 42 roku, gdzieś maj, początek czerwca. Das war 1942, Mai, vielleicht Anfang Juni. Wie lange war Rybka da schon bei Ihnen? Jak długo on był u was? On był, więc wtedy? On przyszedł między w tym czasie. Był gdzieś 3 miesiące u nas. Ach, to on przybył w maju początku. No, w tym czasie było dokooptowanie tych reszty ludzi. Ja, er kam zu uns eben im Mai, Anfang Juni. Da kam er erst hin. Da kam er zu uns hin. Da war diese zusätzliche Vergrößerung, also des Kommandos, ja, der Gruppe. Und wann wurde er krank? A kiedy on zachorował? On był chory, zachorował po 3 miesiącach, to tak gdzieś koniec sierpnia. Er wurde nach 3 Monaten krank, das war also Ende August, Anfang September vielleicht. Ja. Und was hatte er für eine Krankheit? Na co on zachorował? Na tyfus. Er wurde tyfuskrank. Und was geschah dann mit ihm? I co się z nim stało? On tam przebywał w głównym obozie i następnie wrócił z powrotem. Er war im Stammlager und dann kehrte er wieder zurück. Tak, to mogło być, wrócił koniec września, początek października. Wrócił. Das könnte so Ende September, Anfang Oktober gewesen sein, als er wieder zurückkam. Tak, więc on, mogę mówić? Tak, tak. On przyjechał do nas na komando, opowiadał. Er kam zu uns ins Kommando und erzählte. Opowiadał, że jak jechał po drodze z głównego obozu do Harmensch. Główny to jest obóz macierzysty. Macierzysty, tak. Und erzählte, dass er unterwegs, als er vom Stammlager, dokąd jechał? Do Harmensch, do naszego komando. Zu unserem Kommando fuhr. Na Harmensee. Opowiadał wieczorem, prawda, po pracy. Er erzählte, dass am Abend, nach der Arbeit, że
na drodze polnej, która prowadziła powiedzmy do Harmensz, spotkał komando więźniów, którzy nieśli sienniki do Brzezinki. Er erzählte uns, dass er auf einem Feldweg, der nach Harmensee führte, eine Gruppe von Häftlingen getroffen hat, die Strohsäcke mittrugen und die nach Birkenau gingen. Nach Birkenau. Dalej. No więc opowiadał, że ponieważ to była droga wąska, musieli, chcąc ich wyminąć, musieli się zatrzymać i w międzyczasie z drugiej strony, z przeciwnej strony nadjechał samochód, w którym też było ciasno i także nie mogli przejechać. W samochodzie? Ciasno. Znaczy, z jednej strony furmanka. Also er erzählte, dass der Weg so schmal war, dass sie stehen bleiben mussten, um diese Gruppe vorbeiziehen zu lassen und dass von der anderen Seite ein Auto angekommen ist und für den Wagen war auch zu eng. Tak. Że z tego samochodu wyszedł oficer SS i zaczął krzyczeć. Aus diesem Auto stieg dann ein Offizier, ein SS-Mann und fing an zu schreien. Tak. A następnie, jak opowiadał, wyjął pistolet i zaczął strzelać do tych więźniów, którzy przechodzili. Und später, wie er das erzählt hat, zog er eine Pistole und schoss auf die vorbeigehenden Häftlinge. Że zastrzelił trzech, którzy przeszkadzali, gdyż to była ciasna droga, przeszkadzali i nawet się ocierali o niego, także on zastrzelił trzech, tak opowiadał. Er hat drei Häftlinge erschossen, weil sie ihn gestört haben, weil sie so ihm im Wege waren. So hat er erzählt, dass der also drei Häftlinge dabei erschossen hat. Tak. Ja. No, tam jeszcze był z nim, jeszcze był drugi więzień. On jechał sam, tylko jechał z nim drugi więzień z tego głównego obozu do Harmensz. Er war übrigens nicht alleine. Er fuhr nicht alleine aus dem Stammlager nach Harmensee. Mit ihm war noch ein Häftling. Tak. To się nazywał Izidor Kornacki. Dieser Häftling hieß Izidor Kornacki. Tak. I ponieważ ja po czesku nie rozumiałem, prawda, częściowo tam to jest pochodny język, to on też to tłumaczył, powiedzmy, i objaśniał po polsku, że, prawda, to widzieli. Und da ich ja nicht gut tschechisch kann, also nur so das, was eben ähnlich klingt, da deswegen hat der zweite, dieser Izidor Kornacki, auch erzählt und berichtet, was vorgefallen ist. Was hat er denn erzählt? I co on opowiadał, ten Izidor Kornacki? No więc on, powiedzmy, objaśniał po polsku, prawda? Cośmy nie mogli rozumieć po czesku, to on objaśniał ten cały zajście. Er hat uns dann polnisch erklärt, was wir in tschechisch nicht verstanden haben. Ja, und was hat er ihnen denn? I co on opowiadał też, ten Kornacki? No to same, powiedzmy, co opowiadał Rudolf Rybka, prawda? Że na tej drodze musieli się zatrzymać, gdyż nie było przejazdu. A jak później ten oficer SS przestał, powiedzmy, już strzelać, prawda, i poszedł do samochodu, to oni prędko przez pole pojechali, bo ten, który ich, powiedzmy, który ich był z nimi, ten SS-man Sturman Tran, kazał im przez te pole przejechać, żeby jak najprędzej z tego miejsca uciec, że oni też mieli strach. Tran. Ja, er hat ja das Gleiche erzählt, dass sie eben gefahren sind und dass sie stehen bleiben mussten, um diese Gruppe vorbeiziehen zu lassen. Hat dieser Kornacki, ja und? Und dass der Sturmmann Tran, der mit ihnen zusammen gewesen ist, hat danach, nachdem dieser Offizier schon drei erschossen hat, gesagt, wir müssen sehen, dass wir schnell nach Hause kommen und sie sind durch die Felder dann sich schnell entfernt. Ja. Hat Kornacki gewissermaßen nur verdolmetscht das, was der Rybka auf Tschechisch sagte,
Oder hat er auch selbst erzählt, was er erlebt hat? Czy Kornacki tylko tłumaczył to, co po czesku mówił Rybka, czy on też opowiadał to, co on sam widział? No on tylko powiedzmy uzupełniał częściowo, co myśmy nie rozumieli, prawda, co Rybka mówił. Er hat ja nur ergänzt, also das, was Rybka erzählt hat und was wir nicht verstanden haben. Ja. Und hat er auch von seinen eigenen Erlebnissen etwas erzählt? I on opowiadał coś o swoich własnych przeżyciach, co on sam widział. No, że... A inne przeżycia? Nie, te aha, właśnie. To jest... No, on opowiadał, że on był we strachu, prawda? Ten Izydor Konacki był we strachu, trząsł się cały. Konie, powiedzmy... Rwały się, bo to strzały blisko, prawda? Więc konie się rwały. Izydor Kornacki zitterte noch vor Angst. Er hat erzählt, dass die Pferde nicht halten wollten daran und dass es schwer war, sie festzuhalten. Er war i co on jeszcze? No, że był zdenerwowany, prawda? Dass er sehr aufgeregt gewesen ist dabei. Hat er gesagt, dass er das auch gesehen hätte? Czy on powiedział, że on to sam też widział? Kornacki. No tak, bo on przecież był przy tym, na tym wozie siedział razem z Rybką. Er war doch dabei. Er saß doch mit Rybka auf dem Pferdewagen zusammen. Ich will wissen, ob er es tatsächlich als eigenes Erlebnis erzählt hat. Więc czy on to opowiadał jako swoje własne przeżycie, ten Kornacki, że on to sam widział? No w tym czasie, jak to powiedzmy Rybka opowiadał mu, to on... uzupełniał tym, co myśmy nie mogli zrozumieć, prawda, po czesku. No i mówił, no, że on sam to widział. No widział, bo to przecież było blisko. Ja, er hat während der Rybka erzählte, da hat er immer so ergänzt, was wir nicht verstanden haben. Und er hat es ja selbst gesehen, weil er das noch nahe gewesen ist. Ja. Nun, wer soll das gewesen sein, der da geschossen hat? Kto to miał być, ten, który strzelał? No, oni nie mówili, kto to miał być, tylko mówili... Sie haben nicht gesagt, wer da sein sollte, tylko opowiadali, gewesen sein sollte. Opowiadali, że to był oficer SS w randze Obersturmführera. Sie haben nur gesagt, das ist ein SS-Offizier gewesen, und zwar im Rang eines Obersturmführers. Sie haben gesagt, es sei ein SS-Offizier gewesen im Rang eines Obersturmführers. Und Namen wurden keine genannt. Nein, er hat ihn zum ersten Mal gesehen, da konnte er nichts sagen. Er hat ihn zum ersten Mal gesehen, wer, der Rybka. Kto go widział pierwszy raz? Pierwszy raz go widział Rybka, jak opowiadam. Rybka hat das, als er erzählt hatte, da erwähnte er, dass er ihn, diesen Offizier, zum ersten Mal gesehen hat. Im Range eines Obersturmführers. Sturmführers. Haben Sie später erfahren, wer das gewesen sein soll? Czy pan później dowiedział się, kto to miał być? Ja się później dowiedziałem, bo po pewnym czasie, no nie mogę dokładnie powiedzieć, może 2 tygodnie, może 3 tygodnie, to Rybka opowiadał, jak myśmy przyjali z ryb, prawda, cośmy łapali na soli na Wiśle, że on widział tego gościa u nas na komandzie, tego oficera go widział na komandzie. Ja, ich habe es später erfahren, weil nach 2 bis 3 Wochen, das kann ich Ihnen nicht so genau jetzt sagen, als wir eines Tages vom Fischfang zurückgekommen sind, da hat mir Rybka erzählt, dass er bei uns in unserem Kommando diesen Mann wiedergesehen hat. Und was hat er weiter von diesem Mann gesagt? I co on jeszcze powiedział o tym człowieku? C
co on jeszcze powiedział? No, że prawda, że, to, że on widział tego, tego oficera, który w tym czasie, kiedy on jechał z obozu, strzelał do tych więźniów, że to jest ten, że on go poznał. Er hat gesagt, dass es derjenige gewesen ist, der damals, als er so gefahren ist, die drei Häftlinge erschossen hat, dass er ihn jetzt wiedererkannt hat. Und hat er auch gesagt, wer das sei? I powiedział, kto to jest? Później powiedział, że on, widocznie on się musiał skądś dowiedzieć, co to Später zbudzenie. Später hat er gesagt, powiedział, wahrscheinlich hat er von irgendwo erfahren und hat gesagt, że to jest adiutant Rudolfa Hessa. Er hat gesagt, dass der Mann der Adjutant von Rudolf Höss sei. Wissen Sie auch, wieso er das erfahren hat? Wie pan skąd on się o tym dowiedział? Czy to jest adjutant? No, to sobie już nie mogę przypomnieć. Daran kann ich mich nicht entsinnen. W każdym razie, ja go też tam widziałem. U nas na Harmenistan, ja go też widziałem. Ich habe ihn auf jeden Fall auch bei uns dort gesehen, in Hamensee gesehen. Weil dorthin mehrere Offiziere gekommen sind und kamen, um Fische zu holen. Und wieso wussten Sie, dass unter diesen mehreren Offizieren sich der befand, der Adjutant von Höss war? I skąd pan wiedział, że właśnie wśród tych wielu oficerów ten jeden to jest adiutant Hessa? Wiedziałem stąd, że jak mówił Rudolf Rybka, prawda? W ten czas mi mówił, że to jest adiutant Hessa, to ja też widziałem go już później jak przyjeżdżał, później go widziałem, jak przyjeżdżał po ryby. Weil mir doch Rudolf Rybka erzählt hat, dass es Adjutant von Höss gewesen ist und ich habe ihn auch später gesehen, wie er zu uns kam, um Fische zu holen. Ja, das haben Sie schon mal gesagt. Mich würde nun interessieren, haben Sie denn den Adjutant von Höss gekannt? Ale mnie, to już pan mówił, tylko choć mnie interesuje, czy pan znał tego adiutanta Hössa? No ja go poznałem, powiedzmy, na komandzie naszym. Jak przyjechał po ryby, to go widziałem może dwa razy tam. To między innymi... Ja, ich habe ihn dort bei uns kennengelernt, als er ja um Fische abzuholen zu uns kam. Ich habe ihn dann so zwei oder dreimal gesehen. Darf ich mal bitte fragen, ob ihm jemand genannt hat? Ja, vielleicht, ja. Czy panu ktoś powiedział, kto to jest konkretnie, pokazując na jednego człowieka? No to mówił nam... To mówił mnie, mówił Rybka, wtedy, kiedy on to już, prawda, on... Das hat mir Rybka, also ihn gezeigt, auf ihn gezeigt und gesagt. Aha. Das war Rybka, der ihn, diesen Mann, als den Adjutant von Höss bezeichnet hat. Więc to był Rybka, który panu powiedział, że to jest adjutant Hössa. Tak, że powiedzmy, że jeździł tu, pierwszy raz, jak on go tam widział, no musiał się skądś dowiedzieć, że to jest on, prawda? A potem nam mówił o tym, że on był po ryby. Ja też potem go też widziałem i go też już po tym powiedzmy znałem. Weil Rybka musste von irgendwo erfahren haben, wer das gewesen ist und er hat uns gesagt, dass er hierher kommt, um die Fische zu holen. Und da habe ich ihn später selbst gesehen. Ja. Wie sah er denn aus? Jak on wyglądał? No, jak wyglądał? Tja, wie hat er ausgesehen? Dosyć, powiedzmy, no tak, wzrostu takiego wyższy ode mnie, ja, dosyć gruby. So no, tak. Größer als ich, dick. No, nie dużo, ale taki dosyć... Nicht dosyć sehr dick, aber so einigermaßen gut gebaut. Tak. Ja. Hatte er eine Brille auf? Czy miał okulary? W ten czas... To sobie już nie mogę przypomnieć, czy miał okulary. Damals. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Und welchen Dienstrang hatte er? Jaki on miał stopień służbowy?
No, on był Obersturmführer. Er war Obersturmführer. Und diesen Mann haben Sie auf dem Gelände von Hamensee gesehen, wenn er Fische holte? I tego człowieka pan widział na terytorium Hamensee, kiedy on przyjeżdżał po ryby. Tak jest. Jawohl. Tak jest. Ja go widziałem, bo ja... Jawohl, ich habe ihn gesehen. Bo ja byłem... Nie zawsze ja jeździłem na ryby, na Soła i na Wisła. Weil ich doch nicht immer zum Fischfang gefahren bin, dort an, die, an Weichsel und an Sola. Bo ja niezależnie od tego musiałem ryby wędzić, któreśmy połapali, względnie ryby ze stawów, prawda? To ja wędziłem dla Unterscharführera Martina. Ich darüber hinaus musste ich auch die Fische, die Räucherfische vorbereiten. Und zwar nicht nur solche, die wir gefangen haben, sondern auch die aus den Teichen. Ja. Und wie oft war das, dass Sie den Adjutanten von Höss dort gesehen haben, etwa? Bitte? Wann? Wie oft? Jak często pan mniej więcej widział tego adjutanta? Ja go tam widziałem dwa, może trzy razy, do trzech razy, tak. Ich habe ihn so zwei bis dreimal vielleicht gesehen. Mhm. Und was hatte der Rybka gesagt? Das ist der Adjutant von Höss oder hat er auch seinen Namen genannt? I co mówił Rybka? Czy on powiedział, to jest adjutant Hösse? Czy on też jego nazwisko wymieniał? Powiedział, że to jest, że tu był adjutant Höss. Adjutant Hössa. Er hat tak, gesagt, no, hier war der Adjutant von Höss. Czy powiedział nazwisko, nie mogę sobie... Und den Ob Namen? Er den Namen gesagt hat, da kann ich mich nicht daran erinnern. Wann haben Sie denn den Namen erfahren? A kiedy się pan dowiedział nazwisko? No, bo myśmy, jak myśmy jeździli łapać ryby, prawda, to te ryby myśmy odsyłali do mleczarni w głównym obozie. Do mleczarni? Tak. Als wir, also es war so, nachdem wir die Fische da gefangen haben, da mussten wir sie abliefern bei der Molkerei im Stammlager. Wobei? Molkerei. Bei der Molkerei im Stammlager. Stammlager. Das Warum Molkerei? Ich habe es noch mal gefragt. No to często, powiedzmy, wyjeżdżaliśmy z Harmes, to myśmy przejeżdżali przez obóz główny, prawda? Also wenn wir also von Hamensee fortfuhren, dann mussten wir durch das ganze Lager, durch das Stammlager fahren. Tak. To zawsze, powiedzmy, no nie zawsze, ale często. Często zabierał ze sobą już, powiedzmy, czy to uwędzone ryby. Kto? Ten Rattenführer Hansen. Tak. Zabierał te ryby uwędzone. Węgorze, prawda, któreśmy też łapali, też zabierał. I niósł gdzieś do komendantury. Und dann hat der Rattenführer Hansen, der hat ja geräucherte Fische, also geräucherte Aale, die wir auch hatten, genommen und irgendwohin auf die Kommandantur, glaube ich, gebracht. Er ging nämlich in diese Richtung. Ja. No i? No i, gdy, powiedzmy, mnie Rudolf Rybka opowiadał, że to był adjutant Hessa, prawda, a ja go też tam widziałem później, jak mi go pokazywał, kiedy byłem, powiedzmy, na miejscu, jak wędziłem ryby, prawda, to my się pytali też o ten Führera, kto to był w tym czasie, jak ja go widziałem. No to on nam też powiedział, że to jest adjutant Hessa. Also da war es ja so, als ich von Rybka also gehört habe, dass das der Adjutant von Höss gewesen ist und nachdem er mir ihn gezeigt hat, da haben wir auch den Rattenführer gefragt, wer das ist, wer das gewesen sei. Und er hat auch gesagt, das ist der Adjutant von Höss. Ich hatte Sie an sich gefragt, wann Sie den Namen des Adjutanten zum ersten Mal gehört hatten. Wie hieß er denn eigentlich? Ja przecież pana zapytałam się, kiedy pan nazwisko tego człowieka dowiedział się po raz pierwszy. Jak on się nazywał w ogóle? Trudno mi powiedzieć, ale
późniejszych, później już po tym, jak już mi, prawda, jak on mówił o komendancie, o adjutancie. Von irgendjemandem den Namen erfahren haben, weil wusste, wie heißt. Ja. Und wie hieß Jak on się nazywa? Mulka. Mulka. Und mit Vornamen. A imię jego? No to imię nie wiedziałem. Imię nie wiedziałem, czy to wiedziałem później, powiedzmy, chyba z gazet, jak to sprawa ich, była. Das habe ich später nie aus den Zeitungen, aus der Prozess schon rief erfahren, den Vornamen. Ja, und wie heißt denn? A jak on się nazywa? Robert. Robert. Robert Mulka. Sie haben uns eben erzählt, dass der Rottenführer Hansen mitunter geräucherte Fische auf die Kommandantur beziehungsweise getragen hat, beziehungsweise er ging in Richtung der Kommandantur. Ja? Wo waren Sie denn damals? Więc pan nam opowiedział, że Rottenführer Hansen odnosił wędzone ryby i oddawał je do komendantury, względnie szedł w kierunku komendantury z tymi rybami. A gdzie pan był w tym czasie? Więc my, powiedzmy, gdyśmy przyjechali z Harmens, prawda, z komanda, tośmy przyjechali od przeciwnej strony do obozu. Obóz w tym czasie był pilnowany, to on nas nie potrzebował pilnować, prawda? To myśmy stali, powiedzmy, myśmy stali tutaj na tej drodze, która prowadziła w kierunku Sowy. No, tak powiedzmy, jakieś 100 metrów od komendantury. Ja, wenn wir dann mit ihm, mit dem Rottenführer Hansen, ins Lager kamen, da brauchte er uns doch nicht mehr zu bewachen. Das Lager war doch sowieso bewacht. Da ließ er uns dort stehen, auf der Straße, die in Richtung des Sola-Flusses führt, vielleicht 100 Meter entfernt von der Kommandantur. Sie selbst sind nicht mit in die Kommandantur gegangen. A pan sam nie szedł do komendantury, nie chodził z nim. Ja nie chodziłem. Nein, on sam. Er ging allein. Kazał nam czekać, prawda, że przyjdzie. Er ließ uns dort warten, dass er gleich kommen wird und wir warten sollen. Und wie kommen Sie dazu, die Tür von dem Zimmer des Kommandanten oder des Adjutanten gesehen zu haben? A w jaki sposób pan przyszedł do tego, że pan widział drzwi do pokoju adiutanta, komandanta? Jak to się stało, że pan widział drzwi do pokoju adiutanta? To ja, jak ja, powiedzmy, byłem w Harmężach, że zostałem, powiedzmy, do wędzenia, to czasami było to dwa, bo może trzy razy, że posyłał, powiedzmy, on też nazwie Martin, posyłał mnie z kimś, powiedzmy, z tych SS-manów, którzy tam byli przy nas, prawda, posyłał ryby tam do komendantury. Posyłał. Ja, es gab so Fälle vielleicht zwei, drei Mal, dass ich, nachdem ich die Fische in Hamensee geräuchert habe, dass ich von dem Unterscharführer Martin mit irgendeinem anderen SS-Mann zur Bewachung auf die Kommandantur geschickt wurde. Und was haben Sie denn dort nun gesehen auf der Kommandantur? I co pan tam widział? No, to powiedzmy, stanęliśmy blisko, prawda? Ja tam poszedłem z nim. No, czasem było więcej ryb, było, powiedzmy, dużo doniesienia. Ja, also, ja musiałem jeść to. Es gab manchmal viele Fische und ich musste sie tragen helfen. Und da blieb ich dort und er ging oder ich ging mit und schleppte die Fische. Ja. Sie haben eben gesagt, wenn der Hansen mit Ihnen ging, dann hat er Sie ja nicht mehr nötig gehabt und ging allein in die Kommandantur und ließ Sie auf der Straße stehen. Und der andere SS-Mann, der hatte Sie nötig, oder wie? Więc przedtem pan powiedział, że Hansen zostawiał was na drodze i mówił, żebyście czekali na niego i szedł sam, to was nie potrzebował. A ten drugi SS-Mann to was potrzebował, byście musieli na niego nieść. Bo myśmy jak wyjeżdżali z Rottenführerem Hansenem, tośmy mieli zawsze łódkę na wozie łódkę, prawda? No, łódka, ta? To co, jeździć po wodzie, prawda? No tak, rozumiem, no i co? Łódkę, no to on tam nie,
powiedzmy, zawsze szedł sam. No, a powiedzmy, wyjątkowo, jak tam czasami posyłał, unterscharführer Martin, no to posyłał już, powiedzmy, z Harmensch, prawda? To ja wtedy nie mieliśmy żadnego sprzętu. Ja, jedes Mal, wenn wir mit dem, jak on się nazywa ten pierwszy? Hansen. Als wir mit dem Hansen gegangen sind, da hatten wir jedes Mal ein Boot mit. Ein Boot? Ein Boot. Ja, ein Boot. Ja, ein Boot. Ja, im Allgemeinen pflegt man ein Boot auf dem Wasser zu fahren. Ja, aber ich wusste nicht, dass man es auch auf dem Land fahren kann. Ja, a po co wyście go zabierali ze sobą tą łódkę? Bo, powiedzmy, było ciężko. Ciężko jechać pod górę. To myśmy, jak łapaliśmy na sole ryby, prawda, tośmy ją brali ze sobą, względnie znowuż, powiedzmy, na drugi dzień czy na trzeci, to myśmy ją znowuż wieźli z powrotem, żeby tam zaś od góry Soły czy Wisły łapać ryby. Zawsze się płynęliśmy. I ta łódka leżała gdzie na... Na wozie. Also wir hatten das Boot immer mitgehabt, wenn wir dann zu Sola, zum Fluss gefahren sind, damit es nicht hin und her, also da hatten wir gleich mit auf dem Wagen gehabt. Ach, mit auf dem Wagen. Ja, und was hat's nun mit diesem Boot auf sich? Und wenn also der Hansen mit uns war und wir das Boot hatten, da ging er alleine. Und wenn der andere ging, da hatten wir doch keine Geräte mit, da konnten wir mitgehen. Sind Sie dann auch in die Kommandantur mit hineingegangen? Czy pan wchodził też do komandantury, do środka? No jeżeli, powiedzmy, było dużo towaru, no to on mi kazał z tym iść też. Część, prawda, nie swemu. Wenn da viel Ware vorhanden war, und da hat mir dann befohlen, mitzugehen, damit ich das hineintrage. Würden Sie uns mal auf der Karte davon zeigen, wo die Kommandantur war und welchen Weg Sie gegangen sind? Może pan będzie łaskaw na karcie pokazać, gdzie była komendantura i jaką drogą pan szedł do komendantury. Proszę bardzo. Wo sind Sie denn hergekommen? Also wenn Sie sich orientieren wollen, links oben auf der Karte ist ein weißes Haus. Das soll die Villa Höss gewesen sein. Lewo na karcie jest biały dom, to oben. Była na górze. Biały oben. Dom, po lewej stronie na górze. Da, jawohl. Das soll das Haus von Höss gewesen sein. To ma być dom Hössa. Und der Eingang zu dem Lager befand sich unten, wo der schwarze Pfeil ist. I wejście do obozu był na dole, tam gdzie jest czarny wskaźnik. Und da war unten. Na dole. Da, wo der schwarze Pfeil ist. Und dort soll das Tor gewesen tam, sein, tutaj, mit der Überschrift to jest wejście do obozu. Arbeit macht frei. I tam na górze był nadpis Praca czyni wolnym. Ja. Ja? Können Sie sich jetzt orientieren? Wissen Sie ungefähr, wo die Kommandantur war? Więc może pan teraz już zorientować się. Wie pan mniej więcej, gdzie znajdowała się komandantura? Wir sind immer hier gefahren. Ja, und weiter? Nach links. Ja, weiter. Dann, hier ist der Weg zur Molkerei. Ja. Und hier fuhren wir so weiter zum Fluss. Ja. Hier war der Sola-Fluss. Zur Sola. Und wo war das Haus der Kommandantur? A gdzie był dom komendantury? Und hier war das Haus der Kommandantur. Ja, würden Sie noch mal drauf deuten? Może pan będzie łaskaw jeszcze raz wskazać komendanturę, gdzie ona była? Das weiße Haus. Also ten biały dom. Das ist ein Irrtum. Das Haus, das war die Villa Höss. To jest pomyłka, bo to jest właśnie dom Hössa. To, co panu poprzednio przewodniczący mówił. To było jego... Aber dorthin sind wir auch gegangen. Das glaube ich, ja. Aber mich hat jetzt insbesondere die Kommandantur interessiert. Ale nas mnie interesuje w tej chwili komandantura. Gdzie ona była, proszę pana? Dann hier... Dieses Haus. Dieses Haus. Da sind Sie hineingegangen, wenn Sie die Fische abgeliefert haben. Do tego domu pan wchodził, kiedy pan przynosił ryby. Jawohl.
Na, dann nehmen Sie wieder Platz. Pan Bedziłaska, później. Ja, nun erzählen Sie doch mal, wie es in der Kommandantur aussah, wenn Sie da hineingegangen sind. Proszę opowiedzieć, jak wyglądało w komandanturze, kiedy pan wchodził do środka. Sind Sie da im Parterre gewesen oder im ersten Stock? Czy pan był na parterze, czy na pierwszym piętrze? Sobie już nie przypominam, ale to było, bodajże były dwa piętra. Ich erinnere mich jetzt nicht so genau, aber ich glaube, das waren zwei Stockwerke. Und in welchem waren Sie? I gdzie pan był, na którym piętrze? Pierwszy. Przypuszczam, że pierwszy stok. Dokładnie nie mogę powiedzieć. Ich glaube, das war der erste Stock. Der erste Stock. Und wo ist? Aber so genau. Und wie hieß denn der SS-Mann, der da mit Ihnen gegangen ist, der Sie eskortiert hat? Jak nazywał się ten SS-Mann, który pana eskortował, który z panem przychodził? Który tam wchodził z panem? Z tym stowarzem. To był Rottenführer Tran. Das war Rottenführer Tran. Kram. Tran. 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 TH. TH. Ja, TH. Tran. Und der Rottenführer Tran hat dort seine Fische abgeliefert. Wo war denn das? Więc ten SS-Mann, ten Rottenführer Tran, on tam oddawał ryby. Gdzie on te, gdzie on te ryby oddawał? No, do jakiegoś pokoju wszedł, powiedzmy, razem ze mną. Er ging mit mir zusammen in ein Zimmer hinein. I? No, ja położyłem, powiedzmy. Ich legte dann die Fische, sagen wir. No i poszedłem. Und ging dann fort. Ja, sehr schön. Nun, was war denn nun in dem Zimmer? Waren da auch noch andere Leute drin? No, co tam było w tym pokoju? Czy byli jeszcze inni ludzie jacyś w pokoju? No, tam powiedzmy, mogę sobie przypomnieć, ale no, nie mogę sobie przypomnieć, ja tylko wiem, że powiedzmy, że tam położyłem mu, pomogłem mu to nieść, prawda? Położyłem i on mi kazał się wynosić. Ja, ob da noch jemand gewesen ist, das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass ich mit ihm reingegangen bin, dass ich da, er sagte mir, ich soll das hinlegen und dann sagte mir, ich soll wieder weg, fortgehen. War das ein Büroraum oder war das ein Schlafzimmer oder was war das? Proszę pana, czy to było biuro, czy to była sypialnia, czy to, co to było? Biuro, pokój. Biurkiem, prawda? Das war ein Büro. Ein Schreibtisch war ja dort. Ein Schreibtisch war dort. Biurko było tam. Und konnte da der Tran einfach so reingehen oder musste der sich erst wo melden oder hat er wenigstens angeklopft oder czy, on musiał, czy on tam mógł sobie tak wejść, czy on musiał się przed tym gdzieś u kogoś zameldować, czy on zapukał przynajmniej do drzwi? Jak to było? Das kann ich nicht genau sagen. Ich nehme an, ja sicher, dass er geklopft hat. So. An der Tür geklopft hat. Und wissen Sie noch, wer in dem Zimmer seinen Arbeitsplatz hatte? I wie pan kto urzędował w tym pokoju? Do którego żeście weszli? In dieses Zimmer, wo Sie reingegangen sind. Na, selbstverständlich, ja. To już nie wiem dokładnie, kto tam mógł urzędować. Ale przypuszczałem, że zawsze ktoś z oficerów, prawda, tych wyższych. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer da gewesen ist, aber ich nehme an, einen von den Offizieren war es. Ja, und nachdem Sie wieder rausgegangen sind, wo sind Sie denn dann hingegangen? No i jakeście wyszli z tego pokoju, to dokąd żeście szli? Ja szedłem do wozu. Ich ging dann zum Wagen. Zum Wagen. No i czekałem na Rottenführer Tran, und habe dann auf den Rottenführer Tran gewartet, bis er gekommen ist. Mhm. Ja, Herr Zeuge, Sie haben doch einmal eine Aussage gemacht vor dem Bezirksgericht in Tarnowski. Tarnowskie Góry wahrscheinlich. Tarnowskie Góry, tak, tak. Tarnowskie Góry heißt es ja. Góry, richtig. Können Sie sich da noch erinnern? Das war doch gar nicht so lange her. Pan złożył zeznanie już poprzednio w Tarnowskich Górach. Tak,
Przypomina pan sobie swoje zeznanie, bo to nie było bardzo dawno. To było w lipcu. Das war im Juli. Am 15. Juni 1964. To było 15 czerwca. Zaraz. Nie lipca, czerwca. No ja, so genau kommt sie nicht auf an. No, obojętne, to nie tak. Und nun, da haben Sie etwas ganz anderes gesagt. I pan powiedział wówczas zupełnie coś innego. No ja, powiedzmy, nie wiedziałem, o co się rozchodzi. Ja byłem zawezwany, prawda, do tam w Sigur i tam zeznawałem przed... Sędzią, prokurator, nie wiem, co to był, w każdym razie ze sądu ktoś. No to ja tam, powiedzmy, nie mogę sobie tak wszystkiego dokładnie przypomnieć. Ja w międzyczasie sobie teraz pewne szczegóły, prawda? Ich bin damals geladen worden nach Tarnowskiej Góry und wurde dann von einem Herrn, ich weiß nicht, Richter oder Staatsanwalt, auf jeden Fall jemand vom Gericht vernommen. Und da habe ich das alles nicht so beisammen gehabt damals. Ich habe mir dann später an die Einzelheiten erinnert. Oh, im Gegenteil, Sie haben damals viel mehr Einzelheiten gewusst wie jetzt. Przeciwnie, pan wtedy powiedział dużo więcej niż pan teraz mówi. No, co mogłem powiedzieć? Co takiego mogłem powiedzieć o więcej? Was konnte ich doch mehr gesagt haben? Nun, das werde ich Ihnen gleich sagen. Zaraz panu powiem. Sie wissen also nicht, wie dieser Korridor aussah, in dem Sie da, durch den Sie gegangen sind. Und insbesondere, wie die Türen aussahen, wo Sie hineingegangen sind. Więc proszę pana, pan sobie teraz nie opisuje, jak wyglądał korytarz, przez któryście przechodzili, a szczególnie te drzwi do pokoju, do któregoście wchodzili. No jak weszło się po schodach do korytarza, no i do któregoś pokoju tam powiedzmy... No ja mam dużo Stufen in ein Korridor hinein. Und da war, da ging man in ein Zimmer, das kann ich doch genau sagen. Gut, dann will ich Ihnen vorlesen, was Sie damals gesagt haben bei Ihrer Vernehmung. Teraz ja panu przeczytam, co pan powiedział swego czasu podczas zeznania. Persönlich sind wir uns mit Robert Mulka auf dem Gelände des Hauptlagers nie begegnet. Osobiście nigdy nie spotkałem Roberta Mulke na terytorium obozu. Trotzdem kamen Fälle vor, wenn wir vom Kommando aus Fische an die Kommandantur nach Auschwitz lieferten. Mimo to zdarzały się wypadki, wtedy kiedy my przywoziliśmy ryby do komendantury. Dass der uns eskortierende SS-Mann Rottenführer Hansen die Fische in ein Zimmer trug. Zdarzało się, że nas eskortujący, nas SS-Mann Rottenführer Hansen wchodził do pokoju, an dessen Tür sich ein Schild mit der Aufschrift Adjutant und dem Namen Robert Mulka befand. Wchodził do pokoju, na drzwiach którego był Schild z napisem Adjutant Robert Mulka. Zu dieser Zeit befanden wir uns im Korridor der Kommandantur des Hauptlagers. W tym czasie znajdowaliśmy się na korytarzu w komendanturze obozu macierzystego. Was ist nun richtig? Więc jakże to było? Co jest prawdziwe? No, powiedziałem, że kilka razy my tam, prawda, jeździli. I z Rottenführerem Hansenem, i z Rottenführerem Tranem. No, ich habe doch gesagt, dass wir einige Male dorthin gefahren sind, mal mit dem Rottenführer Hansen und mal mit dem Tran. Also, Herr Zeuge, erstens einmal haben Sie mir auf meine Frage gesagt, wenn der Rottenführer Hansen mit uns gegangen ist, hat er uns auf der Straße stehen lassen, denn er brauchte uns nicht mehr. Und er ist dann in Richtung der Kommandantur weggegangen. Nummer eins. Nummer zwei. Oder wollen Sie es ihm erst sagen? Przede wszystkim pan nam powiedział, że Hansenem nigdy nie chodziliśmy do komandantury, ponieważ Hansen zostawiał nas zawsze na drodze, on nas nie potrzebował. To jest numer jeden. Zweitens haben Sie gesagt, wenn ein anderer SS-Mann, nämlich der Tran, uns begleitete, dann hat er, wenn er kein Boot dabei gehabt hat, uns mitgenommen. Dann bin ich mit ihm hineingegangen in dieses Gebäude. Das war ein Korridor wie jeder andere auch. Dann ist er in ein Zimmer hineingegangen, hat die Fische hingelegt und dann musste ich sofort wieder weggehen an den Wagen. I w drugim wypadku, kiedy eskortował nas
inny SS-man Tran i nie było już łódki z nami, więc musiałam odnosić z nim razem do komendantury ryby. Wchodziłem z nim razem do korytarza, on pukał do jakichś drzwi, wnosiłem drzwi, kładłem je i natychmiast wracałem z powrotem do wozu. Ja. Hier steht geschrieben, Sie seien mit Hansen in den Raum gegangen, Sie hätten dort auf dem Korridor stehen bleiben müssen und hätten bei dieser Gelegenheit gelesen, dass an dem Zimmer der Name Robert Mulka Adjutant gestanden hätte. Pan napisał tutaj, że pan był razem z Hansenem, że pozostał pan na korytarzu, czekając na niego i miał pan możliwość, stojąc na korytarzu, zobaczyć szyld na drzwiach, na którym było napisane Robert Mulka, adjutant. Ja und, was ist nun? No i? Stimmt's oder stimmt's nicht? Wysoki sędzie, to już jest... Co tutaj sztymuje w tej sprawie? To jest ponad 20 lat, ja mogłem powiedzmy... Na sądzie, powiedzmy dokładnie, nie powiedzieć, bo jeszcze nie przypominam wszystkiego, prawda, dokładnie. Ja mogłem powiedzieć tak, ale ja jednak później, powiedzmy, po przesłuchaniu w Zanowskich Górach sobie dokładnie przypomniałem te rzeczy, no i zgadzam się, że tu może są tutaj pewne niejasności w moim zeznaniu, ale jednakowoż odnosiliśmy ryby, prawda, i to dalej. Czyli było tak, czy owak, no w każdym razie zawsześmy odnosili. Ja nie mogę w tej chwili teraz powiedzieć dokładnie, prawda, ja, ten, jak zeznałem w sądzie, w Tanowskich Górach. Und no. Nachdem so nach meinen Aussagen wieder Zeit verstrichen ist und ich habe darüber nachgedacht und so, also es steht fest, dass wir die Fische dahin gebracht haben. Das steht fest. Oder ich gebe für zu, mich ist es wichtig zu wissen, ob Sie das Schild gelesen haben an der Tür, Adjutant Mulka. Ich gebe zu, dass so verschiedene Ungenauigkeiten auftauchen. Ale nam chodzi o to, żeby pan powiedział, czy pan widział na tym szyldzie na drzwiach napis imię, nazwisko i adiutant. Robert Mulka, adiutant. Czy pan to widział na drzwiach, czy nie? To ja sobie powiem, ja go rozważyłem, ja nie mogę sobie przypomnieć dokładnie, ja, czy na szyldzie, czy nie. Ich genau, erwogen, und das, daran kann ich mich können sich nicht mehr erinnern. Ja, nun aber war es so, dass Sie seinerzeit bei Ihrer Vernehmung bei dem Richter gesagt haben, persönlich haben wir uns mit dem Robert Mulka nie begegnet. Trotzdem kamen Fälle vor, wenn wir die Fische dorthin bringen mussten in die Kommandantur und dass ich dort dieses Schild gelesen habe. Sie haben bei Ihrer früheren Vernehmung nämlich damit zum Ausdruck bringen wollen, den Namen des Robert Mulka habe ich dadurch erfahren, dass ich dessen Schild gelesen habe. Pan powiedział w swoim zeznaniu, że osobiście nie zetknąłem się na terytorium obozu z Robertem Mulką, ale zdarzały się wypadki, że wtedy, kiedy przynosiliśmy ryby do obozu, miałem możliwość przeczytać na drzwiach szyld, gdzie było napisane Robert Mulka, adjutant. Więc przez to chciał pan podkreślić, że pan zetknął się z tym i czytał pan to imię i nazwisko wtedy w obozie. Mogło mi się pomylić w tym czasie, bo powiedzmy przez taki długi czas mogło mi się pomylić. No w każdym razie ja może widziałem, może nie widziałem, nie wiem. Ja, to jest zdanie sprostować. Nach so lange Zeit, ich könnte mich geirrt haben, also vielleicht habe ich es gesehen, vielleicht habe ich es nicht gesehen. Dann sehen Sie sich bitte mal die beiden Bilder an, die ich Ihnen jetzt vorlegen lasse und sagen Sie mir, ob das derselbe Mann ist und ob Sie den kennen. Niech pan popatrzy na te zdjęcia, które panu przedłoży, i pan powie, czy to jest jedna i ta sama osoba, i czy pan tę osobę zna. Spokojnie. Mogę zapytać? Tak. Kiedy to zdjęcie było robione? Darf ich mal fragen, wann das Bild aufgenommen wurde? Ja, in der damaligen Zeit. Sie sehen es ja an der Uniform. No wtedy, w tym czasie, widzi pan po, na zdjęciu, po mundurach, pan może określić. Spokojnie, pan się denerwuje, niech pan wypije wodę. Der Rey zieht an die Hände, so ich sag, ja soll man. Spokojnie.
mogę powiedzieć, czy to jest on w tej chwili. Czy to jest kto? Czy jest Robert Mulka? Ich kann nicht sagen, ob das Robert Mulka ist oder nicht. Neben das Protokoll auf dem Zeugen wurden zwei Bilder überreicht, von denen das eine den Angeklagten Robert Mulka darstellt, in Klammerblatt 102 der Beiakten, das andere den, was ist der, Obersturmführer Müller. Der Zeuge erklärte, ich kann nicht sagen, ob das Robert Mulka ist. So, ich hatte an diesen Zeugen an sich keine Fragen mehr. Ja. Herr Zeuge, kannten Sie einen SS-Mann Pomeranke, der aus Rumänien stammte? Czy pan znał SS-mana nazwiskiem Pomerajkę? Pomerajkę. Pomerajkę, który pochodził z Rumunii? Nie. Nein. Pomerajkę. Diese Pomerajkę soll auch als SS-man in Hamense tätig gewesen sein. Ten Pomerajkę miał rzekomo też pracować jako SS-man tam w Hamense. U nas, w naszym komandzie? Bei uns, in unserem Kommando? Das ist nicht ganz sicher, in welchem Kommando, aber dort no, in Harmense. Nie jest pewnym, w jakim komandzie, ale w Harmense w każdym bądź razie. Nie, u nas nie. U nas bei nie. Uns nicht. Bo w późniejszym czasie, jak już powiedzmy w 1944 roku, już Rottenführer Hansen pojechał do innego obozu, znaczy nie był to już z nami. Tak. Tylko pojechał do innego obozu, tak? To przyszedł później, przyszedł Unterscharführer Großherr. Großherr. Tak, ale ten też nie był długo, a później był jakiś, nie pamiętam nazwiska, ale z Węgier. Z Węgier. Mhm. Ale takiego nazwiska nie słyszałem tam u nas. Bei uns kann das nicht gewesen sein, weil bei uns das war so, 1944, als der Rottenführer Hansen fortgegangen ist, also von uns weggegangen ist, da kam der Unterscharführer Großherr und er blieb auch nicht lange und er ging auch weg und da kam ein anderer, der war aber aus Ungarn. Hier soll es sich um die Zeit 1942 gehandelt haben. Ale tu chodzi o okres czasu 42 roku. U nas nie był naszym komando. Nein, bei uns in unserem Kommando da war er nicht. Danke sehr. Bitte schön. Herr Zeuge, welche Häftlingsnummer hatten Sie? Jaki numer pan miał więźniarski? 9506. Und kamen Sie allein in das Lager in Auschwitz oder mit mehreren zusammen? Czy pan sam jeden przybył do obozu, czy z innymi? Nie, nas było z miejscowości, z której pochodzę. To było nas zamknięto. Nie do obozu. Aha. Jak się przybyli, to pan pojedynczo, czy... Może jakieś... Bo oni zbierali później z więzień. No. Z więzień zbierali. To nawet do Krakowa zajechali, później z Krakowa dopiero do Oświęcimia przyjechali pod wieczór. To mogło być nas około 50. Nein, ich war mit mehreren. Wir könnten so ungefähr 50 gewesen sein. Sie haben nämlich auch aus anderen Gefängnissen die Leute abgeholt. Sie fuhren dann auch nach Krakau, haben von dort aus den Gefängnissen Leute genommen und am Abend sind wir erst im Lager angetroffen. 50 mhm. Personen. Und kann das Ende Januar 41 gewesen sein? I to był styczeń, ja, styczeń 41 rok. 17. styczeń 41. Ja, am 17. Januar 1941. Und wenn Sie sich nun mit Rybka unterhielten, ging das immer nur mit den polnischen Worten, die das Tschechische und das Polnische gemeinsam hat, oder hat auch irgendjemand Ihnen manchmal gedolmetscht? No, da hat er doch gesagt. Ja, das wollte ich nochmal genau im Allgemeinen? Im Allgemeinen, ja. Więc jak pan ogólnie rozmawiał z Rybką, to czy pan mówił z nim tak, że on po czesku, pan po polsku, czy ktoś przy tym tłumaczył? Jak pan rozmawiał z Rybką?
No, to powiedzmy, jak myśmy coś nie wiedzieli, co to znaczy jakieś słowo, prawda? Mhm. To on wtedy powiedział po niemiecku. Ja, es war so, wenn irgendein Wort gesagt hat und wir konnten das Wort nicht verstehen, da hat das in Deutsch gesagt. Und verstehen Sie persönlich so viel Deutsch oder Ihre Kameraden? Ach, pan osobiście, pan sam dobrze rozumie po niemiecku, czy pana koledzy? Nie dobrze, ja potrafię tak, powiedzmy, 40-50%, no. Na, ich selbst nicht sehr gut, also vielleicht 45-50%. Also Ungenauigkeiten ließen sich in der Verhandlung nie vermeiden. Ja. Więc te niedokładności w rozmowie mogłyby nastąpić, jak pan szybko rozmawia. No nie, ja potrafiłem wtedy potrafiłem lepiej, a teraz znowu już przez 20 lat, nie, teraz nie rozmawiam. No, damals konnten Sie besser. Er konnte der Rybka so viel Deutsch. A Rybka też umiał dobrze po niemiecku? On potrafił po niemiecku. Ja. Der konnte Deutsch, der war doch nicht. Ach, deswegen war er auf der Schreibstube, weil er so gut Deutsch konnte. Dlatego on i był tam w tej Schreibstube, że mówił no, po niemiecku. No, on powiedzmy był tylko tam parę godzin, albo rano, albo po południu, a tak musiał iść do pracy. Er war so nur stundenweise dort, manchmal vormittags, manchmal nachmittags, sonst musste zur Arbeit gehen. Und jetzt noch was ganz anderes. Sie sagten vorhin, Sie glauben, dass Rybka 1942 Ende September oder Anfang Oktober zurückkam von seinem Kranksein in Auschwitz I. Können Sie uns das noch, wenn Sie es genau überlegen, etwas genauer sagen? War das noch im September oder war es schon im Oktober? Ich darf Ihnen vorhalten, dass Rybka gesagt hat, es wäre Anfang September gewesen. Proszę pana, pan nam powiedział, że Rybka po swojej chorobie wrócił z powrotem do was gdzieś w końcu września, na początku października 1942 roku. Z obozu macierzystego do was z powrotem, tak, po chorobie. Dokładnie daty nie. Czy pan sobie może przypomnieć, jeżeli panu sędzia zwraca uwagę na to, że Rybka powiedział, że to był początek września? Mogło być, ja powiem daty tak dokładnie, czy początek, czy koniec, to nie mogę powiedzieć. Ale że to angeben kann ich nicht, ja, also es könnte gewesen sein, September war's. September meinen Sie? To ma pan, przypuszcza pan, że raczej wrzesień. Koniec września, początek października, coś w tym czasie, tak mówię. Ja, so kommt mir so vor, Ende September, Anfang Oktober. Ich mache den Vorhalt deshalb, weil der Angeklagte Mulka behauptet, er sei vom 3. September bis 30. September 1942 im SS-Lazarett in Katowice gewesen. 30. September. Ja. Ja panu dlatego na to zwracam uwagę, bo oskarżony Mulka twierdzi, że on był od 3 września do 30 września w szpitalu. Nie wiem, to potwierdzam, to co słyszałem od Rybki, to potwierdzam, prawda? Więc czy on był w szpitalu, czy tego nie wiem. Ja, das weiß ich nie widziałem, ob er im Krankenhaus war. Ja, na, ich frage nur der Vorhalt, deshalb, weil es deshalb für, um den Zeitpunkt ziemlich genau geht. Also Sie können es nicht genauer sagen. Ich wiederhole nur das, was ich von Rybka damals gehört habe. Ja, danke schön. Herr Staatsmann. Herr Nebenkläger. Von Seiten der Verteidigung. Herr Schmackmüller. Herr Zeuge, haben Sie von der Verhaftung Mulkas in der Zeitung gelesen? Proszę świadka, czy pan dowiedział się o zaaresztowaniu oskarżonego Mulki z gazet? To znaczy tutaj, tak? Tu. W Polsce. Aha. No w Polsce nasze gazety dużo pisały o procesie tutaj, pewnie. No ja, unsere Zeitungen, die haben viel über den Prozess geschrieben. Ist in den Zeitungen auch etwas geschrieben worden über den Vorfall, der Gegenstand dieser Vernehmung war? Czy w gazetach było opisane coś na temat tego zdarzenia, które jest przedmiotem pana zeznania dzisiaj? Nie. Nein. W naszych gazetach nie było. In unseren Zeitungen gab es nichts darüber. Hat der Zeuge mit Herrn Rybka nach dem Krieg einmal gesprochen? Czy pan po wojnie rozmawiał już z Rybką? Nie. Nein. Auch nicht geschrieben. I nie pisywaliście do siebie? Pozdrowienia, a najwyżej, powiedzmy, ja nie wiedziałem, gdzie on jest, nie miałem adresu, który gdzieś po kilku latach, po wojnie, prawda? No tak, po wojnie. Się, po kilku latach, to może było w 53, 54, on
przewidocznie taki, skądś dowiedział się o moim adresie i pisał do mnie. Ale to tam powiedzmy, ja tam wiele z nim nie korespondowałem. Najwyżej pozdrowienia na święta mu wysyłałem. Ja, wir haben so Grüße miteinander ausgetauscht. Ich glaube, das war 1953 oder 54, also Jahre nach dem Kriege, dass Rybka irgendwie meine Adresse bekommen hat und da hat er mir geschrieben und ich habe auch geantwortet, aber das war ja nur so Grüße, die wir ausgetauscht haben. In den Briefen ist nichts enthalten über den Vorfall am Tisch von den Fischteichen. I nie pisaliście w listach o tym zdarzeniu nad stawem, tam na tej drodze? Nie, absolutnie. Nein, überhaupt nichts. Hat der Zeuge die Briefe noch? Bitte? Hat der Zeuge die Briefe noch? Czy pan ma jeszcze listy? Te listy ma pan jeszcze u siebie? Od niego? Tak. A ja to lubię pocztówki. Początkowo, z początku pierwszy pisał list do mnie, jak się dowiedział o tym, no, że ja żyję i prawda, że Adria się dowiedział. A potem najwyżej pocztówki były, pozdrowienia. Ja, das waren ja keine Briefe, das sind ja Karten gewesen. Nur am Anfang, als er erfahren hat, dass ich lebe, da hat er mir den ersten Brief geschrieben. Und dann war es ja immer Karten. Ja, danke schön. Sagen Sie bitte, Herr Zeuge, was war Tran eigentlich für ein Mann? War der ein grausamer Mann oder war das ein umgänglicher Mann? Proszę świadka, jakim człowiekiem był ten Tran? Czy to był taki człowiek, z którym można było żyć, czy on był okrutny? No więc mogę powiedzieć tak, że ja z nim wiele nie pracowałem. Bo ja przeważnie pracowałem z Rottenführerem Hansenem. Ale z chwilą, gdy Rottenführer Hansen pojechał, znaczy odszedł naszego komanda, prawda, gdzieś do innego obozu, jak się dowiedziałem, przejął to Rottenführer Tran. Jaki on był człowiek? W stosunku do nas, no był wymagający, wymagał pracy, no i zarazem, jeżeli chodzi, powiedzmy, o datę, ten dzień, powiedzmy, kiedy on przejął za Rottenführer Hansena te kierownictwo nad rybołówstwem na rzece i na sole, to on nawet do mnie się zwrócił i powiedział tak. Ja, würden Sie das erstmal übersetzen. Ja, es ist immer noch nicht Ihre Antwort auf Ihre Frage. Also es ist ja so, ich habe mit dem Tran eigentlich nicht so viel zu tun gehabt. Ich hatte mit Rotten für Hansen zu tun. Als Hansen fortgegangen ist, also von uns weggegangen ist und wie ich gehört habe, in ein anderes Lager kam, da kam der Tran zu uns. Naja, also er verlangte Arbeit von uns. Er sagte zu uns an dem Tag, an dem er die Arbeit anstelle von Hansen übernommen hat, Folgendes. Und hier habe ich gewartet. Ja. So, was hat er gesagt? Ten dzień, który on objął, prawda, kierownictwo po Hansenie, powiedział do mnie tak. No, Richard, teraz my będziemy organizować. Er hat also an diesem Tag, an dem er anstelle von Hansen gekommen ist, da hat er zu mir gesagt, na, Richard, jetzt werden wir organisieren. Tak. Ja. So hat er gesagt. Wissen Sie etwas davon, dass Tran einmal eine Häftlingsfrau erschossen haben soll? Czy pan wiadomym jest coś o tym, że Tran rzekomo miał zastrzelić więźniarkę jakąś? Nie, ja tylko słyszałem takie pogłoski. Pogłoski tam w obozie naszej, między naszym komandem, że tam krążyły takie pogłoski. Nein. Ale ja, tak powiedzmy, żeby to od kogoś świadków, to nie. Nein, ich habe ja auch nie, ich habe nie von irgendeinem Zeugen dieses Vorfalls etwas gehört, aber so etwas wurde bei uns im Kommando erzählt. Ja. Sind sonst noch Fragen an den Zeugen zu stellen? Von der Verteidigung? Nicht. Von Seiten des Angeklagten Mulka? Sie haben auch keine Erklärung abzugeben? Ja, wenn ich nur ganz kurz sagen darf. Hier
hinsichtlich des ganzen Vorganges beziehe ich mich auf meine Einlassung bei der Kriminalpolizei und bei dem Herrn Untersuchungsrichter. Ja. Sie wollen es also nach wie vor bestreiten. Wir wollen zunächst den Zeugen dann beeidigen. Werden Anträge zur Beeidigung gestellt? Nein. Herr Zeuge, können Sie das mit gutem Gewissen beschwören? Zeit bei Ihrer Vernehmung erzählt, dass Ihnen der Angeklagte Mulka bekannt ist. Ja. Und Sie haben uns auch erzählt, dass Sie eine persönliche Unterredung mit dem Angeklagten Mulka gehabt haben. Ja. Und dass diese Unterredung, wenn ich nicht sehe, Ihre sich bezog auf Ihre bevorstehende Heirat und auf Ihre Heiratspapiere. Ja. Nun, Herr Pommerheinke, in der Zwischenzeit sind neue Beschuldigungen gegen den Angeklagten Mulka erhoben worden. Und deshalb mussten wir Sie noch einmal hierher laden. Sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Ja. Ja. Herr Pommerheinke, ist Ihnen in Erinnerung, dass Sie einmal vom Stammlager Auschwitz I nach Harmensee, mit einem Pferdewagen gefahren sind? Ja. Ja. Dann schildern Sie uns doch bitte einmal, wann das war und wieso Sie dazu kamen, mit diesem Wagen zu fahren und ob sich auf dieser Fahrt etwas ereignete. Ja, ich weiß nicht, was da sich ereignet soll haben. Zunächst, wann war es denn? Wann war es denn? Ja, das kann so 42 gewesen sein. Da gab, war der, ist ein Außenkommando aufgestellt worden, für die Fischteiche zu reparieren und instand zu halten und scheint auch zu fischen. Ich weiß nicht, was da alles noch war. Und da wurden wir mit einem Pferdefuhrwerk natürlich rausgeschafft. Ja. Also die Sachen, vor allen Dingen, was man mitnehmen musste, ja, wurde damit rausgefahren. Wissen Sie, ob das Pferdefuhrwerk ein oder zwei Pferde gehabt hat? Da kann ich mich nicht mehr erinnern. Das wissen Sie nicht. Weiß ich nicht. Und wissen Sie, ob es sich vielleicht um die Zeit im August 1942 oder im September 1942 gehandelt haben kann? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie auch nicht. Das kann ich mich nicht erinnern. Jedenfalls, Sie können sich erinnern, dass Sie mit dem Pferdewagen da hinaus befördert worden sind und dass Sie da auch einige persönliche Habseligkeiten, ja, die waren vermutlich verpackt in irgendwelchen Zeltplan Koffern oder sowas. Koffer, was man so halt hatte. Was man so hat. Ja. Und wissen Sie noch, wer Sie damals mitgenommen hat? Nein, ich weiß nicht. Wer? Wissen Sie nicht. Wissen Sie, ob es der SS-Mann Tran gewesen ist? Kann möglich sein, ich weiß nicht. Wissen Sie nicht mehr? Kann mich nicht genau erinnern. Können Sie sich nicht mehr genau daran erinnern. Wissen Sie, ob und wie viel Häftlinge auf diesem Wagen noch gewesen sind? 6, 7 vielleicht, ich weiß nicht. Kennen weniger, es können auch mehr gewesen sein. Ich kann mich da nicht erinnern. Ich weiß nur, dass das war, aber Sie habe keine Erinnerung an das, was da noch. Können Sie sich entsinnen, ob auf dieser Fahrt von irgendjemand Häftlinge erschossen worden sind? Ich weiß nicht, ich kann mich nicht so erinnern. Kann es sein, ich weiß nicht. Ich habe da nicht so geachtet darauf, auch auf das. Ich kann mich nicht erinnern. Na. Ob das möglich sein kann, kann möglich sein, aber auch nicht, ich weiß nicht. Ich kann mich nicht erinnern daran mehr. Also ich will Ihnen sagen, es dreht sich hier um einen ganz einprägsamen Fall. Es wird behauptet, Sie seien mit dem Pferdewagen nach Harmensee gefahren und unterwegs seien Sie einem Kommando begegnet von Häftlingen in Bekleidung von SS-Leuten. Und diese Häftlinge hätten Strohsäcke getragen oder zu einem bestimmten Platz geschleppt.
um sie dort auszuleeren. In diesem Augenblick wäre ihnen ein Auto entgegengekommen. Aus diesem Auto sah ein höherer SS-Führer, etwa ein Obersturmführer, herausgestiegen und hätte zunächst mit den Wachmannschaften und den Häftlingen geschimpft, weil sie diese Strohsäcke dahin gebracht hätten. Und dann hätte er plötzlich seine Pistole gezogen und hätte erst den einen Häftling, dann den anderen Häftling, dann einen dritten Häftling aus einer Gruppe von etwa 30 bis 40 Häftlingen totgeschossen. Herr Vorsitzender, so leid es mir tut, wenn ich es bejahe, kann ich nicht mit, ich muss mich auf mein Eid beziehen, ich kann nicht sagen ja und ich weiß von nichts, ich kann mich nicht erinnern darauf. Nun, also Herr Pommerein, nicht, dass ich jemanden in Schutz nehmen will oder irgendwie, ich kann mich nicht darauf erinnern. Jetzt überlegen Sie doch mal, die Sache muss doch... Ich weiß nur, dass ich noch da rausgefahren bin und war vielleicht so 8 oder 14 Tage draußen, dass ich abgelöst worden bin als Einzelner von da draußen, aber mir ist dabei das überhaupt vom Ganzen alles nicht mehr so erinnerlich. Also wenn es passiert wäre... müsste doch dieser Vorfall für Sie ganz besonders eindrucksvoll und einprägsam gewesen sein. Denn überlegen Sie doch einmal, die Häftlinge, die da die Strohsäcke getragen und hingeschleppt haben, die konnten ja nur das tun, was man von ihnen verlangt hat. Die sind ja nicht auf den Gedanken gekommen, Strohsäcke in der Gegend herumzutragen. Sondern die sind eben befohlen worden und sind bewacht worden, sind dahin geführt worden. Ja. Und wenn nun jemand kommt und diese Menschen, meinetwegen wegen der Dummheit des Befehls, der ihnen gegeben worden ist, erschießt, dann ist das doch so ein außerordentlich starkes Unrecht und so ein unbegreifliche Dummheit. Das ist ja klar, ist nicht, mir verständlich. Dass doch aber jedem auffallen muss, wenn ein Mensch hier erschossen wird für etwas, was er weder sich ausgedacht hat, noch was er zu verantworten hat, sondern der nur das tut, was ein anderer, der diesen Befehl sich ausgedacht hat, ihm befohlen hat. Wenn der nun darunter leiden soll und auch noch totgeschossen wird deshalb. Ist, ist das etwas derartig Widersinniges und Schreckliches, dass doch das eigentlich einem Menschen in Erinnerung bleiben muss. Sehen Sie, das ist ja das genauso wie wir sind lauter wehrlose Leute. Wir mussten ja mit den Karabiner da die bewachen oder was. Da dachte ja keiner dran zum Ausreißen oder so. Da nie irgendwie. Na, also vom Ausreißen war da gar keine Rede in diesem Augenblick, sondern es war die Rede davon, dass sich angeblich dieser SS-Führer geärgert haben soll darüber, dass die Leute hier, was weiß ich, verseuchte Matratzen in der Gegend herumgetragen haben, ihn eventuell sogar noch gestreift haben damit und soll sie deshalb totgeschossen haben. Also das ist doch etwas, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, bei der Fülle der schrecklichen Anblicke, die Auschwitz sicherlich geboten hat, ist mir eine solche Situation so unfassbar, dass ich mir vorstellen könnte, dass das eigentlich einem Menschen im Gedächtnis bleiben müsste. Das ist ja klar, aber ich kann sagen ehrlich, ich weiß nicht, es ist mir nicht denkbar, dass es soll auf dem Weg irgendwas passiert sein. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass die Leute da sollen Strohsäcke oder irgendwas. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ja, das habe ich gesehen. Ich kann mich nicht erinnern und habe auch nicht gesehen, dass sowas. Es kann möglich sein, dass es vorgekommen ist, aber es ist mir nicht in Erinnerung. Mhm. Kennen Sie denn den Zeugen Rübka? So ein großer Häftling war mit dabei aus der Tschechei von Troppau, ja. Dem habe ich Lebensmittel geholt, Verpflegung. Und seine Eltern. Na, Herr Staatsanwalt, Sie noch Fragen? Sind Sie öfters da rausgefahren oder war das nur einmal, Herr Pommereinke? Einmal. Nur einmal? Ja. Daran können Sie, haben Sie da die Pferde gelenkt? Nein. Da hatten andere die Pferde gelenkt? Wer, ich weiß nicht was. Jedenfalls wird der, wo da verantwortlich war für die Fischerei. Also Sie haben die Pferde nicht gelenkt? Ich kann mich
Ich glaube nicht, ja. Aber wenn ich als Bewachung dabei war, kann ich nicht gefahren sein. Ja. War das der Grund, dass Sie die Bewachung hatten, der Häftlinge? Ja. Sie selbst hatten in Hamense nichts zu suchen. Sie sind nur als Bewachung mitgefahren. Oder Nein. Ja, das war ein abkommandiertes Kommando. Aha. Das kam nicht mehr in die ins Lager und auch die Soldaten kamen auch nicht mehr in die Kaserne. Aha. Die blieben da draußen. Waren Sie dann in Hamense stationiert? Ja, ich glaube 14 Tage sowas war ich da draußen. Haben Sie da draußen mal irgendwelche Offiziere vom Lager gesehen? Ja. Was machten die denn da draußen? Und die kamen kontrollieren, ob man auf Wache steht oder nicht. Zum Beispiel, man durfte nicht sitzen, ja. Man sollte stehen ständig, ne? Aber wir wurden von allen Seiten immer besser beschützt, ja. Wie wir die beschützt haben. Ne? Die haben auf uns aufgepasst, wo wir praktisch auf sie aufpassen sollten. Ne? Ja. Haben Sie auch gesehen, ob die Offiziere da sich Fische haben geben lassen? Kann möglich sein, dass vielleicht von dem Rottenführer, was da, wo da war, dass der nicht gegeben hat, aber das war dann... Können Sie sich an den Tran noch erinnern? Ist Ihnen das ein Begriff? Vielleicht, wenn ich ihn sehe wieder, wissen ja. Wissen Sie, aus welcher Gegend er stammte? Keine Ahnung. Ist Ihnen einer namens Martin noch in Erinnerung von dort? Wissen Sie nicht? Nein. Ich habe keine Frage mehr. Herr Nebenkläger. Eine Gegenüberstellung mit Ripka vorzunehmen. Ja, das wird sowieso erfolgen. Keine Frage mehr von Seiten der Verteidigung. Herr Rechtsanwalt Dr. Müller. Eine Frage, Herr Pomeranke, wann sind Sie nach Auschwitz gekommen? Nach meinen Notizen war das Herbst. Welchen Jahres? Keine Ahnung, 42, sowas muss gewesen sein. Können Sie etwa den Monat angeben, wo Sie nach Auschwitz sind? Nein. Können Sie nicht mehr. Frühjahr oder Herbst, hat er gesagt. Das stimmt aber nicht mit 13.000 Euro. Herr Pomeranke, ich muss zunächst noch mal Ihre Personalien hören, damit ich vergleichen kann, ob Sie die gleichen sind, wie Sie damals sie angegeben haben, das heißt, ob Sie eventuell älter geworden sind oder ob Sie noch gleich alt sind. Sie heißen mit Vornamen? Helmut Pomeranke. Wie alt? Geboren 16.09.20, ja, am 16. September, 44 Jahre alt. 44 Jahre alt, jawohl. Sind verheiratet. Jawohl. Und was sind Sie vom Beruf? Kraftfahrer. Wohnhaft in? Fädelbach. Friedhofstraße 92. Friedhofstraße 92. So, Herr Pomeranke, wollen Sie das, was Sie gesagt haben, versichern unter Bezugnahme auf den bereits von Ihnen geleisteten Eid? Ja. Das gilt dann so, als ob Sie neu geschworen hätten. Ja. Nehmen Sie auf ins Protokoll. So, und nun bitte ich den Zeugen Rübka hereinzurufen. Ja. Stimmt das, Rübka, dass es dieser Pomeranke ist? Jawohl. Also dieser Zeuge Pomeranke hat uns eben erklärt, er könne sich an einen solchen Vorfall, wie Sie ihn uns geschildert haben, nicht erinnern. Er könne mit gutem Gewissen weder Ja noch Nein sagen, aber er habe einen solchen Vorfall nicht im Gedächtnis. Wollen Sie das bitte übersetzen? Verstanden. Sie haben verstanden. Bitte schön ins Mikrofon auch Sie sprechen. Nehmen Sie sich das kleine Mikrofon so lang, ja? Ja, bych chtěl jenom říct, že Pomeranke hat sich vzpomene. Wollte nur sagen. Pomeranke hat sich vzpomene. Hat sich vzpomene, když. Pomeranke sollen sich erinnern, když mě vezli z tyfusového bloku, als er aus dem Typhusblock gefahren wurde, 2.9.42, tak nastoupil na vůz s jedním koněm u SS Manské kuchyně,
Da stieg auf den Wagen mit einem Pferde aus der SS-Küche. Und er mit einem Rucksack oder Koffer. Mit einem Rucksack und, oder Koffer. Kann er sich heute nicht mehr erinnern. A jel s nami do Harmense. Und fuhr mit ihnen nach Harmense. Damit da kein Irrtum entsteht. Am 2.9.42, als Rübka aus dem Lazarett als Typhuskranker herausgefahren wurde. Ja. Když jsme jeli od SS-manské kuchyni směr k Harmense, předjeli jsme komando. Als sie von der Küche in Richtung Harmense, ich weiß nicht, wie der Name, wie das heißt, Harmense ist richtig, fuhren. Předjeli jsme židovské komando, které nosilo slamníky po nemocných z tyfusu. Trafen sie ein jüdisches Kommando, welches Strohsäcke aus dem Lager getragen hat. Asi 40 lidí. Ungefähr 40 Leute. Ja. Das alles habe ich dem Zeugen schon vorher gesagt und mitgeteilt. Ich habe ihm den ganzen Vorfall, so wie Sie ihn uns geschildert haben, erzählt. Aber ich bin gleich fertig. Ja, bitteschön. A když jsme toto komando předjeli, jelo proti nám auto. Und als sie diesem Kommando vorfuhren, kam ein Auto heran. Ano, zůstalo stát. Blieb stehen. A my jsme zůstali taky stát. Na tom voze blieben auch stehen. Na tom voze jsem seděl. Já tady seděl kočí. Auf dem Wagen fuhr und daneben der Kutscher. Kornacki. Vzadu seděl Trán a Pomrenko. Hinten saßen auf der rechten Seite Trán a Pomrenko auf der rechten Seite. Zůstali jsme stát a z toho auta vystoupil. Sie blieben stehen und aus dem Auto stieg SS-Hauptsturmführer Mulka byl rozlobený, war verärgert, rozkřikoval se na SS-many, hat die SS-Leute angeschrien, pravděpodobně kvůli toho, že měl strach o tyfus, wohl deshalb, weil wegen tyfus Angst hatte, a vytáhl pistoli und zog eine Pistole a střelil na jednoho vězně und schoss auf einen der Gefangenen. Potom zastřelil druhého a třetího. Dann erschoss einen zweiten und einen dritten. A toto si musí Pomrenko pamatovat, protože na tom voze seděl. Und das muss sich der Pomrenko gemerkt haben, weil auf dem Wagen gesessen hat. Ja, also das alles habe ich dem Zeugen schon vorgehalten. Sie haben es jetzt noch mal gehört, Herr Pomrenko, nicht? Ja. Können Sie sich erinnern? Kann mich nicht erinnern. Ja. So. Herr Staatsanwalt, sind da noch Fragen zu stellen? Moment. Zunächst erst den anderen Dolmetscher, Herr. Moment, ještě, Herr. Moment, Herr. Ja. Rybka will noch etwas sagen. Vzpomíná si vůbec, že seděl na tom voze? Erinnert er sich überhaupt, dass er auf dem Wagen gesessen hat? Ja. Ja. Ja, Wagen, ich weiß ja nicht mal, ob ich alleinig war oder ob mir noch mehr war. Rottenführer Trán war da und Sie. Der Rottenführer Trán und er war da. Vzpomíná si, že jsme předjeli židovské komando a že proti nám jelo auto? Erinnert er sich, ob Sie das jüdische Kommando überholt haben? Das ist alles gefragt. Der Zeuge erinnert sich nicht daran. Já bych potom prosil, aby Pomrenko na to přísahal. Er bittet, dass Pomrenko darauf schwört. Ja, ist bereits geschehen. Herr Rübka, als die Schüsse fielen, wo befand sich da derjenige, der geschossen hat und die Häftlinge? Wenn wir davon ausgehen wollen, dass das Ihr Sitz im Wagen ist. Ja. Ich war auf der rechten Seite. So wie ist es passiert? Hier saß Kutscher. Wo ist es passiert? Bitte? Wo ist es passiert? Direkt vor Ihnen, rechts oder schräg hinter Ihnen? 5 bis 6 Meter vor mir. Ja, auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite. In Höhe des Wagens. Wie ist das gemeint, die Höhe des Wagens? Also rechts ist von da bis da. Nein, er hat gesagt vor mir. Vor mir. Also gegen schräg. Schräg von mir. Schräg von. Etwas anders, Herr Rübka. Bitte. Sie haben doch uns am Montag erklärt, Sie hätten den Angeklagten Mulka bereits vor diesem Vorgang gekannt. Ja. Ja. Und der Zeuge Nalle Weika hat gesagt,
als Sie am Abend diesen Vorfall erzählt hätten, da hätten Sie gesagt, es sei ein SS-Führer gewesen, etwa im Range eines Obersturmführers. Aber den hätten Sie zum ersten Mal gesehen und Sie wüssten nicht, wer es sei. Und Sie hätten sich dann später erkundigt und festgestellt, dass es sich um den Adjutanten Mulka gehandelt habe. Nee. Ist auch nicht wahr? Nein, stimmt nicht. Ja, Sam, kann ich antworten, ja? Ja, bitte. Ja, Sam poznal Mulku stejně v komandatuře a stejně Mulku sam poznal do Harmenze, když přijížděl do Harmenze. Er hat schon Mulka gekannt auf der Kommandantur und in Harmenze. Já poznám, i když jsem je 22 let neviděl, když se postavím, tak poznám mezi těmito lidmi, kteří tady sedí, větší část, protože jsem byl funkcijní häftling a znal jsem taky všechny funkcijní häftlingy v táboře, jako byl Ludvík Werl, Krume a tak dále. Trotzdem ist 22 Jahre her, ist erkennt er alle die Häftlinge, die da sind, also so weiter sind. Ja, das macht ja alles sein. Die SS, ich meine die Angeklagten. Ich habe ihm nur den Vorhalt gemacht, dass dieser Zeuge Malebajka, dass der uns gesagt hat, der Röpka hat an dem Abend, als er es uns erzählte, gesagt, er hätte ihn zum ersten Mal gesehen und zwei oder drei Wochen später hat uns Röpka erzählt, dass er diesen Mann wieder getroffen habe und dass er sich erkundigt habe und nunmehr wisse, dass es sich um den Adjutanten handle. Ja, tvrdím, že jsem adjutanta znal, jednoho neznal jsem, dva, jenom jednoho. Škoda, že tady není Martin, škoda, že tady není Trán. Tyto lidi je třeba opatřit. A taky Pomrenko toto musí potvrdit, protože na tom voze seděl. Já si něco nevymysluji, protože já mám pět dětí a chci mít čisté svědomí. Er behauptet fest, dass er den Mulka gekannt hat und er will ein ruhiges Gewissen haben. Er hat fünf Kinder und er wird nicht die Unwahrheit sagen. Er wird nicht die Unwahrheit sagen. Er bleibt also dabei, dass er Mulka schon vorher gekannt hat. Mhm. Sonst sind keine Fragen mehr von Seiten der Staatsanwaltschaft, von Seiten der Nebenklage, nein, von Seiten des Gerichts auch nicht, von Seiten der Verteidigung keine Fragen mehr. Dann wollen wir noch den Zeugen Malebajka noch mal hereinrufen. Mit den Gefangenen, die die Strohsäcke ausgeleert haben und von denen drei erschossen worden sein sollen, das damals der Röpka ihnen erzählt hätte, er habe diesen SS-Führer im Range eines Obersturmführers zum ersten Mal gesehen. Aber nach zwei oder drei Wochen, da hätte ihnen Röpka dann erzählt, dass er diesen Mann wiedergesehen habe und als Adjutant festgestellt habe. Pani Nalebajko, opowiadał pan nam w poniedziałek w swoim zeznaniu, że w tym dniu, kiedy świadek Rybka wrócił do mieszkania, gdzie byście razem byli i opowiadał o tym wypadku, że po drodze spotkał kolumnę ludzi, która niosła się Niki i że tam był jakiś wyższy oficer SS, który wyszedł i zastrzelił tych więźniów, że on panu wówczas nie powiedział nazwiska tego oficera, powiedział, że to jest wyższy oficer, że on nazwiska jego nie zna i dopiero potem, po dwóch czy trzech tygodniach dowiedział się nazwisko i powiedział panu, że ten oficer nazywał się Mulka i jest adiutantem Hessa. To jest prawda. Ja, so ist es. So ist es. Der Zeuge Röpka hat gesagt, das sei nicht richtig. Er hätte den Adjutanten bereits vor dieser ihm zur Last gelegten Tat gekannt. Świadek Rybka mówi, że tak nie było, że to jest nieprawda, że on już przed tym wypadkiem znał oskarżonego Mulkę z nazwiska. Ja, was sagt er dazu? Co pan na to powie? Das könnte so oder so gewesen sein. Ich kann mich heute nicht so genau daran erinnern. W każdym razie,
Ja, to, co opowiadał Rybka o tym wypadku, prawda? No powiadał jakiś oficer. No, oficerów tam do nas przyjeżdżało dużo, prawda? Po rybi. To ja się dopiero później dowiedziałem, że ten oficer, co tam miało miejsce, zajście, że to się nazywał Mulka. Auf jeden Fall hat an diesem Abend den Vorfall geschildert und hat ja von einem höheren Offizier gesprochen. Offiziere gab es bei uns dort viele. Sie kamen, um Fische zu holen. Ich auf jeden Fall habe später erst erfahren, dass es sich dabei um den Mulka handelt. Schreiben Sie bitte ins Protokoll, die Zeugen Malewajka, Pomeranke und Rybka wurden einander gegenübergestellt und blieben bei ihren Aussagen. Nun müssten wir von dem Herrn Malewajka erfahren, ob er bereit ist, das, was er uns heute gesagt hat, unter Bezugnahme auf den bereits von ihm geleisteten Eid zu versichern. Das bedeutet genauso viel, als wenn er heute erneut beeidigt würde. Proszę świadka, czy pan jest gotów dzisiaj to, co pan nam dzisiaj powiedział, jeszcze raz objąć swoją przysięgą, którą złożył pan w poniedziałek? To będzie oznaczało, że ta przysięga, którą pan złożył w poniedziałek, dotyczy się również do tego, co nam pan dzisiaj powiedział. Tak jest. Jawohl. Herr Hüllen, es sind eben Zweifel aufgetaucht, ob dieser Zeuge schon beeidigt wird. Er ist doch beeidigt. Er ist beeidigt. Ja. Er versichert die Richtigkeit seiner heutigen Aussage unter Bezugnahme auf den bereits von ihm am Montag, den 19. Oktober geleisteten Eid. Ich habe Bedenken gegen diesen Vermerk, die Zeugen bleiben bei ihren Aussagen. In der Tat hat der zuletzt vernommene Zeuge ja seine Aussage geändert. Während er bei der letzten Vernehmung gesagt hat, der Zeuge Rybka habe ihm erklärt, hinsichtlich seiner Kenntnis des Angeklagten Mulka, hat er heute gesagt, es kann so oder so gewesen sein. Das scheint mir doch eine wesentliche Unterschiede. Er hat aber gesagt, ich selbst habe erst später erfahren, dass es sich dabei um den Mulka gehandelt hat. Das ist zweifelsohne richtig, ja, Herr. Wenn ihm nun der Rybka sofort gesagt hätte, da ist der Mulka ausgestiegen und hat ihn totgeschossen, dann kann ich nicht begreifen, dass er dann erst später erfahren haben soll, dass es sich um den Mulka gehandelt hat. Gleichwohl hat er aber ausdrücklich auf Ihre Frage... Nun, also wir wollen die Sache abkürzen und wollen so protokollieren. Ja. Herr Sonst Direktor, darf ich vielleicht anregen, dass Sie die Zeugen fragen, in welcher Sprache Sie sich überhaupt verständigt haben? Der eine spricht Polnisch, der andere spricht... Ja? Ja, der Zeuge hat das am letzten Mal schon gesagt. Sie hätten sich so ausgeholfen und wenn es nötig gewesen wäre, hätte man, glaube ich, noch Deutsch etwas zu Hilfe genommen. Ja. Ich habe noch eine Frage. Herr Rybka, haben Sie denn damals auch gleich am Anfang dem Herrn Nalewajka den Namen Mulka genannt oder haben Sie nur gesagt, das ist ein Mann, den kenne ich, ein Offizier, den kenne ich? Den Abend, ich werde Deutsch sprechen, aber das, nein, wird, das werden Sie verstehen. Nein, der Dolmetscher ist ja da. Er wird Ihnen zur Hilfe kommen. Vielleicht könnte der Herr Wachtmeister dann auch seinen Stuhl zur Verfügung stellen. So. Ten večer, co já jsem to vykládal v táboře v Harmenzách. Den Abend, als er das im Lager Harmensee berichtete, also erzählte, je pravděpodobně a je možné, ist es wahrscheinlich und möglich, že jsem nejmenoval Mulku, ale řekl jsem, že to byl důstojník. Dass ich Mulka nicht genannt habe, dass es ein Offizier war. To je možné. Das ist möglich. Ale já osobně jsem věděl, a i Kornacki o tom věděl, kdyby tady. Aber ich persönlich wusste und auch Kornacki wusste. A další to museli vědět i Polák
Kalčínský, s kterým jsem byl spřítelen, auch protože já jsem polsky nedovedl mluvit, já jsem tam byl úplně sám, to byli sami Poláci, já jsem byl úplně sám. Těmto lidem bližším, kteří mě byli bližší, jsem říkal, to je adjutant a to já nikdy nezapomenu. Es waren Polen da und mit denen hatte er keine Beziehungen, aber die, was er näher kannte, denen hat er erzählt, nicht, dass es ein Herr. Ja, wer, von wem spricht er denn jetzt? Von. Ja, dann müssen Sie doch in. Ja, also in direkter Rede wollen wir das doch übersetzen, damit wir auch wissen, was der Zeuge sagt. Als ich das den Abend erzählte, řekl jsem na celé světnici, sagte ich vor dem ganzen Zimmer, was geschah, když mě nerozuměli, als sie mich nicht verstanden, doplňoval mě a vysvětloval jim to polsky, kornacky, protože já jsem to nemohl tak mluvit. Hat es ihnen kornacky, polnisch erklärt? Co jsem já ještě nevěděl. Česky mluvil jsem německy, aby tomu rozuměli. Was ich tschechisch nicht wusste, habe ich deutsch erklärt. A říkal jsem jasně, o koho se jednalo. Und erzählte klar, wen es sich gehandelt hat. Těm bližším mojim spoluvězňům. Den näheren meiner Mitgefangenen. A z toho důvodu myslím, že tento případ byl pro mě úplně jasný. Je to doba 22 let a já to tvrdím dneska ještě přesně, protože vím a toto mě nikdo nevytáhne z paměti. Aus dem Grunde ist die ganze Sache für mich ganz klar und trotzdem es 22 Jahre her sind, kommt es mir nicht aus dem Gedächtnis. Ja, also ich muss die Frage wiederholen. Halten Sie es für möglich, dass Sie damals den Namen Mulka, den Namen nicht genannt haben, dass Sie nur gesagt haben, das war ein Offizier, der mich, den ich kannte und dass Sie vielleicht zu diesem Zeugen den Namen Mulka nicht genannt haben? Ja, to já si dneska přesně nepamatuji, ale já jsem stoprocentně věděl, že to Mulka byl. Das kann er heute nicht sagen, aber er weiß hundertprozentig, dass es der Mulka war. Protože jsem ho znal, když jsem mu vydával ryby. Denn ich kannte ihn, ich habe ihm Fische ausgefolgt. Herr Zeuge, das ist aber nicht meine Frage gewesen. Herr Zeuge, es geht doch um Folgendes. Dieser Zeuge, der neben Ihnen sitzt, sagt, er hat erst später erfahren, wer der Offizier gewesen sein soll, der diese Häftlinge erschossen hat. Wenn Sie aber schon am ersten Abend den Namen Mulka genannt hätten, dann hätte er es ja gleich erfahren haben müssen. Meine Frage ist also, haben Sie vielleicht den Namen Mulka erst später erzählt, diesem Zeugen? Ja, die Frage ist doch beantwortet. Nein. Der Zeuge hat doch eindeutig gesagt, dass ja, seinen mehreren Mithäftlingen habe er den Namen Mulka genannt. Er hat gesagt, dass er diesen Offizier kannte, aber eindeutig die Frage, ob er den Namen Mulka genannt hat, das hat er noch nicht beantwortet. Ja. Ich denke bewusst nicht, auch wenn der Zeuge die Frage so beantwortet, wie der Herr Kollege Rabe das erwartet. Ich erwarte gar nichts, Herr Kollege. Ja, nicht mehr auf die Beine helfen. Mně to je jasné. Já tvrdím jedno, že jsem mluvil o tom důstojníkovi. Für mich ist es klar. Ich habe von dem gesprochen, Herr Vorsitzender. Also, Herr Rechtsanwalt Rabe, wenn der Zeuge Rybka im letzten Termin nicht gesagt hätte, er habe den erkannt und habe auch erzählt, dass Mulka diese Leute erschossen hätte, dann hätte ich heute den Zeugen Malwajki nicht noch einmal nach diesem Widerspruch gefragt, denn gerade das fiel uns ja auf, dass dieser Zeuge erklärt hat, damals kannte der Rybka diesen SS-Führer im Range des Obersturmführers noch nicht. Erst 2 oder 3 Wochen später hat er ihn wieder gesehen und seine Person festgestellt. Gerade weil dieser Widerspruch bestand, habe ich ja heute diese Gegenüberstellung vorgenommen. Also diese Frage ist an sich beantwortet, denn sonst wäre ja gar kein Widerspruch aufgetaucht. Ja.
Ja, und jetzt hatte ich eben dem Herrn Rittger noch mal vorgehalten, was der Herr Nalewajka sagt. Aber er hat meine Frage offensichtlich nicht verstanden. Aber wenn Sie der Ansicht sind, es ist beantwortet. Ja, wir haben doch schon durch die Frau Dolmetscherin vorhalten lassen und haben ihm doch vorhalten lassen, dass der Zeugen Nalewajka gesagt hat, er habe erst später diesen Mulka festgestellt als den Täter. Und fragen Sie den Zeugen, ob der Zeuge Rybka ihm bei der Erzählung an jenem Abend nicht gesagt oder ob er ihm gesagt hätte, dieser SS-Führer im Range eines Obersturmführers sei Mulka gewesen. Чи втеді в того вечора, коли оповідав пану свідок Рибка о тим здаженню, чи он виразно виміняв назвисько того офіцера і повідав, що це був оберштурмфюрер Мулька, чи он то виразився, чи ні? Того собі припомнити не можу. Daran kann ich mich nicht erinnern. Бо на нас то не робило втеді такого враження, правда, що там хтось трьох. Das hat auf uns damals keinen so großen Eindruck gemacht, dass irgendjemand drei Häftlinge erschossen hatte. Ja, aber Herr Zeuge, Sie haben uns doch im letzten Mal erzählt, der SS-Führer im Range eines Obersturmführers, den Rybka gesehen hätte, den hätte Rybka zum ersten Mal gesehen. Und erst nach zwei oder drei Wochen habe Rybka Ihnen erzählt, er habe jetzt festgestellt, dass es sich um den Adjutanten handle. Pan powiedział w czasie swojego zeznania, że wtedy, kiedy Rybka opowiadał o tym zdarzeniu, że on wtedy powiedział, że to jest wyższy oficer, którego nazwiska on nie zna. I że dopiero parę tygodni potem on powiedział, że teraz on wie, że to jest ten człowiek, który zastrzelił, nazywa się Mulka. No bo widocznie on się, powiedzmy, on to zdarzenie widział, tak? Ja słyszałem. To jest, powiedzmy, zupełnie dwie sprzeczności. Ja, no das ist ja doch so. Das ist, er hat diesen Vorfall gesehen und ich habe davon gehört. Das sind doch zwei verschiedene Sachen. Naja, to on się interesował, powiedzmy. Er hat sich dafür interessiert, wer das gewesen ist. Natürlich. Ich wollte ja nur wissen, ob das, was der Zeus letztes Mal gesagt hat, chodzi tylko o to, czy pan... Chcę powtórzyć to, co pan poprzednio powiedział. To jest jasne, tylko czy pan twierdzi, że tak było, że Rybka wtedy nie wymienił nazwiska tego oficera? Czy wymienił, czy nie wymienił, tak? Ja nie mogę sobie przypomnieć. Das kann ich ja, also daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, ob er den Namen... Wir müssen mal unterbrechen, dem Zeugen Rybka ist nicht... Wollen, ist es Ihnen nicht gut? Ja, wir müssen kurz unterbrechen für 10 Minuten. Ich will noch was sagen, dann gehe ich raus. Є можне, що Мулька прийшов за 3 тижні к нам до Гармензе, а що я вечір потім зас повідав, днес тут був ад'ютант засе. То є можне. Es kann möglich sein. Es kann möglich sein, dass Mulka nach 2 oder 3 Wochen nach Hammense kam. Und dass ich dann gesagt habe, er war es. Damals beim Erzählen nur vom Adjutanten gesprochen habe, ohne den Namen zu nennen. Ja, Herr Rybka, aber dieser Zeuge sagt, Sie hätten damals erzählt, Sie hätten diesen SS-Führer zum ersten Mal gesehen und hätten nach 2 bis 3 Wochen erst Ihnen erzählt, jetzt hätten Sie festgestellt, dass es sich um den Adjutanten handelt. Das ist nicht wahr, weil zu uns in Hammense sind gekommen täglich Heere Offiziere, um die Fische abzuholen. Ich habe mit den Fischen nichts zu tun gehabt. Ich habe nur in der Schreibstube den Schlüssel gehabt vom Fischkasten. Und diese Nolewajko, Kalczynski, Wlodarczyk, Kornacki und die anderen, die haben mit den Fischen bearbeitet. Ich habe nur auf Befehl Schlüssel aus der Schreibstube gegeben und Fische herausgegeben. Und sind gekommen andere Offiziere. Ist gekommen der Herr Obersturmbannführer Dr. Joachim Cäsar, ist gekommen der Rudolf Hess, ist gekommen der Mulka, ist gekommen Hauptscharführer Palitsch,
sind andere gekommen. Jeden Tag war jemand um Fische da. Soll ich mich das jetzt noch nach 22 Jahren haargenau denken oder habe ich irgendeine Möglichkeit gehabt, nach Hause Detailberichte zu schreiben, dass diese Möglichkeit war in Auschwitz nicht. Ja, Herr Rübka, wie ist das eigentlich mit der Dokumentation? Haben Sie die bekommen? Ich verspreche. Ist es so, dass Herr Rübka das schicken wird, wenn er zu Hause ist? Er wird es von dort schicken. Vorgestern wurde ich von zu Hause angerufen. Ich habe gesprochen, die soll das aussuchen. Es handelt sich um das. Ich habe zwei schwere Jahre daran gearbeitet. Das Ganze werde ich für jeden Fall nicht hierher schicken lassen. Ich habe veranlasst, meine Frau soll das lesen. Vorgestern habe ich telefoniert, da können Sie im Hotel anfragen, ob das Wahrheit ist oder nicht. Ich weiß es, was. Und meine Frau wird das vielleicht finden. Dem Blatt gibt sie zu Gericht. Ein Gericht wird das hier an die Staatsanwaltschaft schicken. Nur ein einziges Blatt. Wenn Sie ein Reserveblatt brauchen, dass das dasselbe Papier ist, dass das dieselbe Maschine ist, kann ich ein Blatt hier lassen, dass Sie vergleichen können. Aber ich kann heute nicht sagen, ob da drin irgendetwas von diesem Zufall ist. Kann ich nicht sagen, weil ich erst ein Psisser habe. Ja. Ich habe geschworen. Herr Rübka, die Frage ist ja nur deshalb aufgetaucht, weil einer der Herr Verteidiger darauf hingewiesen hat, dass Sie bei Ihrer Vernehmung in Polen seinerzeit gesagt haben, diese meine Aussagen habe ich gemacht aufgrund einer Dokumentation, die ich über meine Erlebnisse in Auschwitz verfasst habe. Wenn Sie damals diese Dokumentation angezogen haben als Quelle Ihres Wissens, müsste doch eigentlich in dieser Dokumentation auch dieser Sachverhalt enthalten sein. Verstehen Sie das? Tam může být třeba jenom kratička poznámka, slavníky, komando, zastřelení. Nic víc a nic tam nebude stát, ale toto já jsem zpracovával dál, knižně. Dokumentation kann eventuell nur eine kurze Anmerkung sein über den Vorfall, die Erschießung, die Strohsäcke, die Erschießung. Naja, aber egal wie lang, wie kurz, es muss aber drin sein, denn sonst kann er nicht sagen, ich habe die Aussage gemacht aufgrund dieser Dokumentation. Ja, es ist drin. Moment, ja, Sie können tak, že je pravděpodobně, že tam je o komandě, o zastřelení, o slavníkách a toto jsem já zpracovával dál. Es ist darin die Kommandantur, die Strohsäcke und die Erschießung. Kommando. Die Kranken vom Kommando erschossen. Dort muss ein Vermerk sein, die Kranken aus dem Kommando erschossen. Naja. Und das Material wieder weiter verarbeiten. Ist schon verarbeitet. Nehmen Sie bitte ins Protokoll lediglich auf, dass die Zeugen einander gegenübergestellt wurden. Wir brauchen ja nicht festzuhalten, was Sie im Einzelnen gesagt haben. Das ist nicht unbedingt erforderlich. Das haben wir ja alle mitbekommen und brauchen es deshalb nicht aufzuschreiben. So, wenn dann keine Fragen mehr zu stellen sind, muss ich den Herrn Malewajka noch einmal fragen, ob er bereit ist, das, was er gesagt hat. Hat er gesagt, er hat hinterher noch eine Antwort gegeben. Wir wollen nicht unvorsichtig sein. Fragen, ob er das, was er gesagt hat, unter Bezugnahme auf den von ihm geleisteten Eid versichert. Poniedziałek dotyczyć będzie tego, co pan dzisiaj jeszcze tutaj zeznał. Tak jest. Jawohl. Ja. Der Zeuge versichert seine nachträgliche Aussage unter Bezugnahme auf den von ihm geleisteten Eid.
Herr Rybka, Sie müssten den Eid leisten. Können Sie das mit gutem Gewissen tun? Ja, und er machte auch eine Zeitangabe und Sie übersetzten das mit September. Da hat er sich dann verbessert, das habe ich auch gesagt. Herr Dolmetscher, ich bin noch nicht fertig. Mhm. Augenblick bitte. Ich möchte Sie fragen, ob es nicht so war, dass der Zeuge Rybka von Anfang an das tschechische Wort Sirpen, ich kann also nicht richtig Tschechisch, ich habe mir das sagen lassen, gebraucht hat, was also August heißt. Sirpen ist August, ganz bestimmt. Und dass es sich bei der Übersetzung nicht um einen Irrtum des Zeugen in dem Fall, sondern in dem Fall um einen Irrtum von Ihnen gehalten hat, dass Sie versehentlich statt August September übersetzt haben. Ja, Herr Staatsanwalt, das kann sein, aber nicht bewusst. Na sicher, ich mache Ihnen ja nicht den geringsten Vorwurf, nein. Herr Jauerling. Was sagt das Tonband? Wir haben das doch aufs Tonband aufgenommen. Das ist eine andere Frage. Wir wollen uns zunächst mit Ihrem Gedächtnis beschäftigen, Herr Jauerling. Wir können also das Tonband nicht hier als Beweismittel zulassen, zunächst mal. Gut. Also, Herr Staatsanwalt, ich kann mich nur genau erinnern, dass er erst August sagte, und dass er das, oder erst September, und dass das dann verbessert worden ist. Das hat der Herr Vorsitzende sogar darauf aufmerksam gemacht, dass er sagte, Sie können doch nicht an dem und dem Tag da gewesen sein, wenn Sie erst dann da hereingekommen sind. Ja. Und da hat er sich verbessert. Ach, da müsste dann der September doch, der August sein. Ja. Und der Vorsitzende hat auch darauf aufmerksam gemacht, das habe ich gesagt. Ja. Ja. Sie haben sogar also zweimal gefragt. Ja. Also ich will Ihnen vorhalten, Herr Jarolin, dass mir gesagt worden ist, Herr Rybka habe von Anfang an das Wort Sirpen gebraucht und Sie hätten September übersetzt und dann bei dem Hinweis durch den Herrn Vorsitzenden sei das also richtig gestellt worden, aber der Herr Rybka habe von Anfang an August gesagt. Ja, nun, also Herr Staatsanwalt, ich möchte das unterstellen und habe gar keine Bedenken, das zu unterstellen. Denn kein Mensch ist so irrsinnig und sagt, nachdem ich am 14. September ins Krankenhaus eingeliefert worden bin, bin ich am 31. August desselben Jahres entlassen worden. Eben. Das ist doch so unsinnig, dass sich da hier es sich um ein Versprechen handeln muss. Gut. Die zweite Frage, die ich an Sie richten möchte, Herr Jaulim, ist folgende. Als dem Zeugen Rybka dieser Bilderbogen mit den drei Bildern vorgelegt wurde, hat er da gesagt, es scheint ihm, es sei der Mulka, denn die Spange sei so wie die Spange, die der Mann da auf dem Bild habe, sei so ähnlich wie die Spange, die der Mulka getragen habe. Ja, sowas muss gesagt worden sein. Aber ich habe in der Erinnerung, dass er erstmal das Bild etwas ungläubig angeguckt hat. Ja, das haben wir ja alle gesehen. Ja. Und dass er dann etwas gesagt hat, dass er den Mann etwas mit der Spange gesagt hat. Also an diesem. Ich habe in Erinnerung, dass er gesagt hat, er erkennt ihn insbesondere an dieser Auszeichnung. Ja, das kann sein. So hat er gesagt. Und was möchten Sie nun gern noch klarstellen, Herr Staatsanwalt? Wenn er gesagt hat, wenn es in der Übersetzung so herausgekommen ist, er erkennt ihn insbesondere an der Spange, so geht es für Sie das zu beantworten. Der Herr Vorsitzende hat dann den Zeugen gefragt, sind Sie gewiss, dass es der Mulka ist? Und nach meiner Kenntnis hat Rybka dann gesagt, selbstverständlich war es der Mulka. Bei dem Bilderbogen? Das war im Zusammenhang damit. Die Frage ist, ob er gesagt hat, selbstverständlich war es der Mulka, sich also das auf die Tat bezog und nicht auf das Bild. Ich widerspreche diese Frage, und zwar aus dem ganz schlichten grammatikalischen Grund, dass zwischenzeitlich dieser Bogen mit den drei Bildern zurückgegeben worden war.
Selbst wenn also der Zeuge gesagt hat, es war der Mulker, dann kann sich das rein nach den Regeln der deutschen Sprache sowohl darauf beziehen, dass der Mulker war, als auch darauf, dass das Mulkers Bild war, was inzwischen wieder an das Gericht zurückgegeben wurde. Man kommt auf diese Art der Befragung nicht weiter. Das soll mir nur recht sein, ich habe keine weiteren Fragen. So, halten Sie die Aussage für so bedeutsam, Staatsanwalt, dass wir den Zeugen beeidigen müssen? Herr Rübke, eine Frage habe ich noch. In einer Vernehmung vor Herrn Staatsanwalt Kügler hier in Frankfurt, nein, vor Herrn Landgerichtsrat Bach, in Frankfurt haben Sie gesagt, Sie hätten bereits am 15. Februar 1963 vor dem Verband antifaschistischer Kämpfer Ihre Angaben gegen Mulker gemacht. Erinnern Sie diese Vernehmung vom 15. Februar 1963, Herr Direktor, das Band, Blatt 31 der Akten? Darf ich wiederholen? Sie haben es offenbar nicht verstanden. Ich habe die Frage nicht verstanden, Herr Rechtsanwalt. In einer Vernehmung in Frankfurt hier hat Herr Rübke wann? Vom 25. Februar, vom 25. Februar 64, das ist Blatt 26, Blatt 31 der Akten, dieser Sonderakte. Was ist da gewesen? Und da hat der Zeuge darauf hingewiesen, dass er bereits am 15. Februar 1963 von dem Verband antifaschistischer Kämpfer seine Angaben gegen Mulke abgegeben hat. Das letzte Absatz. Ja, ja, ich weiß. Ja. Meine Frage jetzt. Haben Sie in dieser Vernehmung vom 15. Februar 1963 gleiche Angaben gemacht wie hier als Zeuge? Mit dieser Frage widerspreche ich. Sie soll präzise gestellt werden. Haben Sie in Bezug auf den... In Bezug auf Mulker? Auf irgendeinen bestimmten Sachverhalt irgendwelche anderen Angaben gemacht? Das ist eine Frage, die der Zeuge der Form nicht beantworten kann. Ich halte meine Frage aufrecht, die dahin geht, ob der Zeuge am 15. Februar 1963 in Bezug auf den angeklagten Mulker und den Vorfall vom 1. oder 2. September die gleichen... Na, wir wollen mal zunächst Folgendes fragen. Erste Frage. Haben Sie bei Ihrer Vernehmung vor dem Verband antifaschistischer Kämpfer am 15. Februar 1963 diesen Vorfall mit Mulka, den Sie uns hier geschildert haben, auch geschildert? In das Mikrofon, bitte. In das Mikrofon, bitte. So. Der Zeuge hörte. Ja, bitte. Pane Rybka. Vy jste byl vyzvídán antifašistickým kroužkem, nebo jak se to jmenuje, 25. února a vypovídal jste totéž, jak se zde vypovídal, co se týče Mulky. Pan doktor Kigler, u doktora Kiglera. Ob es beim Doktor Kigler war? Nein, nein. Am 15. Februar 1963 vor dem SPB, das heißt Verband antifaschistischer Kämpfer. 15. února 63 před svazem antifaschistických bojovníků. Er will nur nachsehen in seinen Vormerkungen. Tady se jedná, jestli ano, anebo ne. Já tomu nerozumím, co er versteht das nicht, was es sich handelt. Also, der Zeuge soll am 15. Februar 1963 vernommen worden sein vor dem Verband antifaschistischer Kämpfer. Was? Ist das richtig? 2.63. Sind Sie nicht vernommen worden? Er kann sich nicht erinnern. Er kann sich nicht erinnern. Und wenn er sich daran nicht erinnern kann, Herr Rechtsanwalt Müller, dann kann er sich auch nicht erinnern, was er da gesagt hat. Natürlich nicht. Keine Fragen mehr. Danke sehr. Herr Zeuge, würden Sie das unter Bezugnahme auf den von Ihnen bereits geleisteten Eid sagen? Versichern. Ja.